Schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem Livestream. Es ist Punkt 18 Uhr. Pünktlich, wie Sie es von der Bahn kennen, fangen wir heute Abend an. Mein Name ist Stella Loth. Ich bin zuständig für die Kommunikation im Projekt und heiße Sie heute Abend ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Und ist im Nachgang unter genau dem gleichen Link, über den Sie sich heute hier eingefunden haben, zugänglich und kann dann angeguckt werden. Wir haben heute Abend diese Form der Veranstaltung gewählt, weil wir auf diese Weise viele Menschen an vielen Orten erreichen. Es haben sich insgesamt 300 Leute angemeldet. So viele Menschen erreichen wir in der Regel nur mit Online-Formaten, nicht vor Ort. Es freut uns sehr, dass Sie heute alle bei uns sind. Und diese Veranstaltung dauert 2 Stunden. Die erste Hälfte werden wir das Projekt vorstellen und in der zweiten Hälfte werden wir uns dann ganz Ihren Fragen widmen. Ja, ich führe Sie heute Abend durch den Abend und möchte gerne zunächst mal einen kurzen Blick auf die Agenda mit Ihnen werfen, damit Sie sehen, was wir heute Abend für Sie vorbereitet haben. Nachdem ich Sie herzlich willkommen geheißen habe, gibt es gleich noch ein paar kurze Hinweise zur Technik. Dann beginnt unser Gesamtprojektleiter Alexander Pawlik, das Projekt vorzustellen und in den Gesamtzusammenhang einzuordnen. Und er übergibt dann an den Projektleiter für ihren Abschnitt Nils Pahl und die Teamleiterin Kerstin Koch, die heute mit mir zusammen hier sind und die führen eben durch den weiteren Abend, durch den inhaltlichen Teil. Im Anschluss daran widmet sich Herr Pawlik dann nochmal tiefergehend dem Thema Schallschutz und danach ist dann Zeit für Ihre Fragen. Und ganz zum Schluss gehen wir nochmal darauf ein, wie Sie mit uns in Kontakt bleiben können oder in Kontakt treten können. Es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten von unserem Infopunkt über unsere Kontakt-E-Mail-Adresse bis hin zu unserer Webseite, die dann in Kürze startet. Ja, wie eben angekündigt, ein paar kurze technische Hinweise. Sie haben es wahrscheinlich schon alle geschafft. Den Ton schalten Sie an, indem Sie auf das Lautsprechersymbol klicken. Und das Wichtigste heute Abend für Sie wird der Chat sein. Der Chat ist jetzt aktiv. Sie können also während der Präsentation ab jetzt Ihre Fragen anfangen zu stellen. Manches wird sich wahrscheinlich auch während der Präsentation schon klären. Alles andere wird im Nachgang dann beantwortet werden, hier von uns. Live und in Farbe. Jetzt war ich kurz abgelenkt. Weil wir schon eine erste Chatnachricht bekommen haben, falls der Chat nicht funktioniert bei Ihnen, dann klicken Sie bitte auf das Neuladen-Symbol. Ist auch hier in der Folie. Nee, da haben wir es nicht abgebildet, aber dann klicken Sie bitte auf die 3 Punkte, damit der Chat neu geladen wird. Genau, wir moderieren den Chat. Das ist wichtig für Sie zu wissen. Das bedeutet, im Hintergrund gucken wir, dass wir möglichst Fragen zusammenfassen zu Themenblöcken. Somit kommen wir einfach schneller voran und können mehr Fragen zu verschiedenen Themen heute Abend beantworten. Ansonsten, der Chat sollte, je nachdem, welches Gerät Sie verwenden, rechts des Bildes angezeigt werden oder unter dem Bild, das Sie gerade sehen. Alle weiteren Hinweise habe ich Ihnen auch im Vorlauf per Anhang zugeschickt. Und genau, das war erstmal das Wichtigste zum Chat. Und das war's somit auch von meiner Seite an der Stelle. Das heißt, ich übergebe jetzt das Wort an den Gesamtprojektleiter, Herrn Alexander Pahl, der zunächst
das Projekt in seinen Gesamtzusammenhang einordnen wird und danach dann an Herrn pa- Entschuldigung, Herr Pavlik. Und er wird dann an Herrn Pahl übergeben und an Frau Koch. Viel Spaß! Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Alexander Pavlik ist mein Name. Ich bin der Gesamtprojektleiter der VD 8.1 und auch dort eben der Abschnitt, Planungsabschnitt 21, den wir Ihnen heute vorstellen wollen. Vielleicht gleich zuerst zu Beginn 2021 startete die Bahn auch auf den letzten verbliebenen Abschnitt nördlich von Forchheim mit dem viergleisigen Ausbau. Er wird im Rahmen des Ausbaus rundum erneuert. Die Bauarbeiten sollen bis Mitte des Jahrzehnts im gesamten mehr als 20 Kilometer langen Bereich abgeschlossen sein. Und noch ein paar Zahlen auch zu den Investitionen des Bundes. In dieser Baustufe investiert die Deutsche Bahn mit dem Bund in Summe schon 635 Millionen Euro. Und insgesamt hat die Bahn bislang mehr als 1,3 Milliarden Euro in den Ausbau der Strecke zwischen Nürnberg und Bamberg investiert. Rund 35 Kilometer der 56 Kilometer langen Ausbaustrecke sind bereits fertiggestellt. Ich möchte das Gesamtprojekt nun in den Gesamtkontext der VD 8.1 bringen. Sie sehen hier die Darstellung links von München über Berlin. Ab 2017 gab es ja schon die Eröffnung eben dieser Neubaustrecke, die es erstmals ermöglicht, statt 6,5 Stunden in rund 3 Stunden und 55 Minuten nach München nach Berlin zu fahren. Bis dato eine absolute Neuerung, aber unsere Baumaßnahmen sind natürlich noch nicht abgeschlossen. Der etappenweise Ausbau der Bahnstrecke zwischen Eltersdorf und Bamberg erfolgt bis Mitte des Jahrzehnts und ist eine der wenigen noch verbleibenden Maßnahmen entlang der Hochleistungsstrecke von München nach Berlin. Von zentraler Bedeutung für Deutschland, aber vor allem auch für Franken. Nun möchte ich noch einen kleinen Rückblick geben zur Historie. Wir sprechen heute über das Projekt Planfeststellungsabschnitt 21. Dieser beinhaltet den Bahnausbau der Abschnitte Altendorf, Hirschheid und Ströhlendorf. Sie sehen an der Zeitschiene, 1996 erfolgte die Einreichung der Planfeststellungsunterlage beim Eisenbahnbundesamt. 1997 wurde diese vorübergehende Aussetzung des Verfahrens nach Abschluss des Anhörungsverfahrens. Und dann gab es fast über ein Jahrzehnt Ruhe und dann 2011 gab es die Wiederaufnahme der Planung. 2014 Übergabe der erste Planänderung, das heißt Fortführen des Planrechtsverfahrens. 2020 dann die Übergabe der zweite Planänderung und der Beschluss, also der Baurechtsbeschluss, der Bauerlaubnisvertrag wurde am 28. Mai 2021 durch das Eisenbahnbundesamt in Nürnberg erteilt mit Sofortvollzug. Das bedeutete für uns, dass wir Mitte Juni 2021 den Baustart vollzogen haben. Das Projekt noch mal kurz im Überblick. Die bestehende zweigleisige Strecke wird auf vier Gleise erweitert und mit modernster Technik ausgestattet. Großzügig ausgelegte neue oder angepasste Brückenbauwerke und Unterführungen bieten mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer und sind damit auch auf dem neuesten Stand. Und alle Haltepunkte entlang der Ausbaustrecke werden barrierefrei ausgebaut. Das heißt, zukünftig wird es dort keine Hindernisse mehr geben. Noch ein kleiner Überblick, was wir alles in den nächsten Jahren vor Ihrer Haustür umbauen werden. Wir haben 10 Eisenbahnüberführungen, die wir neu bauen werden. 8 Straßen- bzw. Fußgängerbrücken werden wir umbauen. Es wird danach kein beschrankter Bahnübergang mehr geben. Wir bauen in Summe 11 Kilometer Schallschutzwände, damit die Bevölkerung, Sie, die dort vor Ort wohnen, auch nachhaltig vor dem Zuglärm geschützt sind. Wir verlegen 40 laufende Kilometer neue Gleise und alle Haltepunkte werden barrierefrei ausgebaut sein. Der Vorteil nochmal zusammengefasst auf einen Blick. Insgesamt werden wir zuverlässiger, moderner und auch grüner. Da möchte ich jetzt kurz nochmal tiefer drauf eingehen. Langsame und schnelle Verkehrswege werden getrennt. Das ist aktuell das Handicap auch der Strecke. Und dadurch wird der Personenfernverkehr und Nahverkehr zuverlässiger, pünktlicher und schneller. Moderner, Stichwort, die gesamte Strecke inklusive aller Bauwerke werden im Zuge des Ausbaus rundum erneuert. Das heißt, wir bauen nicht nur 2 neue zusätzliche Gleise, sondern wie jetzt auch im Nachbarabschnitt im Bereich Forchheim und Egolsheim, wir bauen 2 neue Gleise und rundum erneuern danach auch die 2 bestehenden Bestandsgleise. Das heißt, wir bauen auch diese neu. Und wir werden grüner.
Klimaschutz, mehr Kapazität für das für den Schienenverkehr bedeutet eben auch weniger CO2-Emissionen, weniger Feinstaub, Straßenlärm und verstopfte Straßen und das auch direkt vor Ihrer Haustür. Nun darf ich das Wort an den Abschnittsprojektleiter Herrn Nils Pahl übergeben. Vielen Dank. Ja, ich darf hiermit natürlich auch gerne in das Forum grüßen. Ich freue mich heute über diese digitale Runde und natürlich auch das Format in den jetzigen Zeiten, dass wir die Chance haben, hier vorstellig zu werden. Auf den nächsten Folien führen wir ja durch die Hauptbaumaßnahme des PFA 21, wie es der Herr Alexander Pavlik schon gesagt hat, durch Altendorf, Hirschheid und Ströhlendorf. Und den dezidierten Ausblick wird die Teamleiterin, die Frau Kerstin Koch, ja, auf den nächsten Folien kurz vorstellen. Und im Nachgang gehen wir dann kurz in den Rückblick der schon getätigten Leistungen. Wir sind ja durchaus am Bauen und haben auch das Ziel vor Augen, wie es der Herr Pavlik auch schon gesagt hat, Mitte des Jahrzehnts ja, durchgängig die Ausbaustrecke in Betrieb zu setzen. In dem Sinne, Kerstin, ich bitte dich, an der Stelle zu übernehmen. Von mir auch einen freundlichen Gruß und einen schönen guten Abend in die ganze Runde, die uns hoffentlich in sehr breit gefächerter Fassung zuhören wird. Gerne erläutern wir Ihnen noch einmal unsere Baumaßnahmen, die auf den 10 Kilometer langen Abschnitt nun, wie es die Projektleitung schon kommentiert hat, hautnah vor der Haustür umgesetzt wird. Auf diesen 10 Kilometern müssen wir die Viergleisigkeit realisieren. Grundsätzlich erfolgt der Anbau der zusätzlichen Gleise auf der Bahnrechten bzw. auf der Ostseite. Ausgenommen ist davon der Bereich Ströhlendorf. Dort muss aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der beengten Verhältnisse auf der bahnrechten Seite der Anbau auf der bahnlinken Seite erfolgen, sprich auf der Westseite. Man kann das durchaus vor Ort auch verfolgen. Wer das sich jetzt mit den Kilometern nicht so ganz nicht ganz vorstellen kann, sieht das vor Ort, dass wir zum Beispiel im Bereich der Eisenbahnüberführung Auweg dort schon auf der linken Seite anbauen. Dort wird die Eisenbahnüberführung auf der linken Seite erweitert. Das zieht sich natürlich durch bis in den Bereich der Straßenüberführung SÜB 505. Und nördlich dieser Straßenüberführung schwenken wir in unserem Anbau wieder um auf die bahnrechte Seite und durch den Stadtwald Bamberg wird dann in einem weiteren Planungsabschnitt die Trasse wieder auf der rechten Seite weitergeführt. Gehen wir in die einzelnen Haltepunkte. Beginnen wir mit Altendorf. Hier ein Gesamtüberblick über die drei Gemeinden, die wir maßgeblich durchqueren. Ich möchte nicht Eggolsheim vergessen zu erwähnen. Diese Eggolsheim tangieren wir, den Marktgemeindebereich Eggolsheim tangieren wir nur auf einem kurzen Stück. Die Beteiligung ist an der Stelle mit erfolgt. Maßgebliche Baumaßnahmen finden aber eben in den benannten drei Haltepunktbereichen statt. Zur Gemeinde Altendorf. Wir werden hier eine Bahnübergangsersatzmaßnahme durchführen müssen. Das heißt, der vorhandene Bahnübergang muss geschwindigkeitsbedingt aufgelassen werden und es werden entsprechende Ersatzmaßnahmen umgesetzt. Die Darstellung im Luftbild eingetragen soll den Umgriff, das Baufeld grob skizzieren, wie die Beanspruchungen, welche Bereiche, insbesondere auch von den Flächen, erstmal im groben Überblick vonstatten geht. Der Ersatz des vorhandenen Bahnübergangs erfolgt durch die Errichtung einer Straßenüberführung im südlichen Bereich der Gemeinde Altendorf. Auch wurde schon im Vorfeld der Bahnübergang mit der Anrufschranke an der Industriestraße aufgelassen. Und der Ersatz für beide Maßnahmen ist eben diese Straßenüberführung mit den entsprechenden Straßenanbindungen.
und vor Ort am jetzigen Bahnübergang wird eine Eisenbahnüberführung errichtet, welche auf Verlangen der Gemeinde Altendorf bedingt Kfz-fähig errichtet wird mit einer Breite von 8,50 Meter, sodass wir dort nicht nur Fuß- und Radfahrer durchschicken können, sondern auch dass PKWs die Eisenbahn an der Stelle queren können. Was machen wir noch in Altendorf? In Altendorf ist das Gewässer dritter Ordnung, der Deichselbach, vorhanden. In den Jahren 2015-16 wurde schon die westliche Hälfte der Eisenbahnüberführung in diesem Falle errichtet. Und der östliche Teil des Deichselbach, der Deichselbachbrücke, wird jetzt Bestandteil unserer Baumaßnahmen mit werden. Der Haltepunkt selbst wird barrierefrei ausgebaut. Wir errichten einen Mittelbahnsteig, welcher auch durch die neu entstehende Unterführung per Aufzug und Treppe erreichbar ist. Somit ist die Barrierefreiheit gewährleistet. Zum Abschluss des Gemeindebereiches Altendorf befindet sich das nächste Gewässer dritter Ordnung, der Lindlisgraben. Auch hier erfolgt ein Ersatzneubau des vorhandenen Durchlasses und die Randwege werden, genau wie auch beim Deichselbach, durch sogenannte Straßenüberführungen. Also der Weg muss ja auch das Gewässer queren, durch die Straßenüberführungen realisiert. In der weiteren Folie sehen Sie, die Verschlagwortung der zu tätigen und umzusetzenden Maßnahmen. Gerne nochmal im Luftbild dargestellt, wo sich das in der Örtlichkeit genau befindet. Die Visualisierung der zukünftigen Brücke, die dann in die Baulast des staatlichen Bauamtes übergeht. Und dann sind wir auch schon im Bereich der Marktgemeinde Hirscheid. Was machen wir in Hirscheid? Wir tangieren mit unseren Maßnahmen natürlich in diesem Bereich erstmal die Straßenüberführung Griesweg. Der Griesweg muss auf der bahnrechten Seite, muss das Widerlager abgefangen werden, sodass wir dort auch die neuen Gleise durchführen können. Der Berührschutz muss richtlinienkonform hergerichtet werden, erstellt werden, sodass wir in dem Bereich der Kappen entsprechende Anpassungen und Umbauarbeiten durchführen müssen. Wir gehen weiter und erreichen die Maximilianstraße. An der Maximilianstraße ist der Bereich existent, wo wir die bahnrechte Seite auch noch erweitern. Das heißt, die Eisenbahnüberführung Maximilianstraße muss auf der bahnrechten Seite, auf der Ostseite, entsprechend erweitert werden. In Hirscheid stellen wir natürlich auch die Barrierefreiheit her, für den zukünftigen Haltepunkt. Es wird kein Bahnhof mehr sein, es wird ein Haltepunkt sein. Hier in Hirscheid ist die Besonderheit, dass wir den Haltepunkt nicht nur durch einen Mittelbahnsteig für den S-Bahn-Halt ausstatten, sondern in Hirscheid wird auch der Regionalexpress halten und deshalb wird dort die Konstruktion errichtet werden, schnell durchfahrende Züge an den Bahnsteigen, an den Außenbahnsteigen, sodass wir dort diese Sonderkonstruktion zum Schutz der Reisenden errichten mit entsprechenden breiteren Außenbahnsteigen und entsprechender Ausstattung mit verstärkten Lautsprecherdurchsagen, Anordnung von Geländern in bestimmten Abständen mit Öffnungen. Dann gehen wir weiter in Hirscheid. Es wird natürlich im Zusammenhang mit diesen neuen Bahnsteigen die alte, derzeitige, aber jetzt schon gesperrte Fußgängerquerung
abgebrochen und es wird die neue Querung, die auch gleichzeitig Zugang zum Bahnsteig, zum Mittelbahnsteig darstellt und auch die Ortsquerung im Haltepunktbereich errichtet. Auch hier haben wir ein Gewässer dritter Ordnung, ist der Priesnitzgraben. In diesem Bereich erfolgt auch ein Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung. Wegeüberführungen werden, Randwegüberführungen werden durch die Anordnung einer Straßenüberführung über den Priesnitzgraben errichtet. Zum Abschluss des Bereiches in Hirscheid wird noch die Straßenüberführung ST 2244 durch einen Ersatzneubau errichtet. Also die jetzige Durchfahrtsbreite berücksichtigt eben nicht unsere Viergleisigkeit, sodass die Brücke komplett abgerissen wird und an gleicher Stelle für vier Gleise neu errichtet wird. Gehen wir weiter nach Strullendorf. In Strullendorf haben wir den Möstenbach. Dort müssen wir noch eine Straßenüberführung, um den Randweg wieder unterzubringen, und errichten auf der bahnlinken Seite. Weiterhin, wie vorhin schon erwähnt, wird die vorhandene Eisenbahnüberführung des Auweges, um die Abmessungen von in sich selbst zur bahnlinken Seite erweitert. Der Bahnübergang Stockweg muss genau wie der Bahnübergang in Altendorf aufgelassen werden. Als Ersatz für diese Auflassung infolge der Geschwindigkeitserhöhung wird eben die Eisenbahnüberführung Auweg verbreitert. Fußgänger und Radfahrer können dort queren und im Bauverfahren, im B-Planverfahren der Gemeinde Strullendorf das Baurecht eingeholt. Wird als Ersatz diese Straßenüberführung, Südanbindung der Gemeinde anhängig sein. Aber nicht jetzt in diesem Portfolio der Errichtung bis 2025. Gehen wir weiter zum Haltepunkt Strullendorf. Die Eisenbahnüberführung Bahnhofstraße ist jetzt schon existent. Diese muss entsprechend angepasst werden, um auch hier die Barrierefreiheit sicherzustellen. Wir werden dort einen Aufzug errichten, aus der Unterführung heraus. Und wir werden auf der bahnrechten Seite die Barrierefreiheit zur Erreichung der Unterführung errichten, eine Rampe, werden in dem Zusammenhang die Treppenanlage ortseinwärts um das Maß des Antrittes der Rampe verschieben, also Abbau und wieder Neuerrichtung. Auf der bahnlinken Seite, auf Verlangen der Gemeinde Strullendorf, wird auch die Barrierefreiheit hergestellt durch Anordnung einer Rampe und es wird eine neue Treppenanlage errichtet. Gehen wir weiter zur Nordanbindung. Die Nordanbindung ist für die Viergleisigkeit in ihren Stützweiten schon errichtet. Wir werden dort in dem Zusammenhang den Berührschutz richtlinienkonform errichten und an den Stützenfüßen den Anprallschutz sicherstellen. Zum Abschluss des Streckenabschnittes befindet sich noch die Straßenüberführung B505. Diese wird auf Verlangen des Straßenbaulastträgers im Zuge unseres Ersatzneubaus schon für drei Fahrspuren der Straße B505 hergestellt, natürlich über die zukünftigen vier Gleise. Gut, in dieser Folie ist nochmal zusammengefasst, die Big Points
für den Bereich Strullendorf. Gehen wir zu den Maßnahmen. Was wurde schon jetzt in unserem Planungsabschnitt errichtet? Was ist schon passiert seit Beginn der Baumaßnahmen im Sommer diesen Jahres? Wir haben Baustraßen begonnen zu errichten, insbesondere im nördlichen Bereich und in Hirscheid. Die Baustelleneinrichtungsflächen, hier noch nicht das aktuellste Bild mehr, weil die Baustelleneinrichtungsfläche ist unübersehbar in Hirscheid in der Industriestraße. Dann haben wir Abbrucharbeiten wurden begonnen, Baufeldfreimachungen, Beweissicherungen werden durchgeführt, entsprechend des laufenden Bauablaufes. Vertiefende Bodenuntersuchung für gegebenenfalls erforderliche Nacherkundungen, Verkehrssicherungen wie zum Beispiel verkehrsrechtliche Anordnungen für den Auweg oder für die Baustelleneinrichtungseinfahrt in Hirscheid, Entschuldigung. Kampfmittelsondierungen laufen auch parallel zum Baugeschehen, Bodendenkmalsuntersuchungen. Im September fand die Sperrpause, die erste große Sperrpause, die große Sperrpause, Totalsperrung statt. Was ist in der Zeit passiert? Wir konnten in den drei Haltepunkten Mastgründungen vornehmen, in diesem Zusammenhang auch die entsprechenden Querfeldauflösungen beginnen und in einigen Teilen fertigstellen. In Hirscheid, auch unübersehbar vor Ort, wurde das Gleis 3 und das Gleis 2 zurückgebaut. Das Gleis 2 wurde wieder neu errichtet in der Lage, dass es jetzt für zwei Gleise nutzbar ist. Es wurde der Behelfsbahnsteig errichtet, sodass das Gleis 2 auch für die Richtung Nürnberg-Bamberg wieder von den Reisenden entsprechend betreten werden kann. Weiterhin haben wir in Strullendorf auch das Gleis, das dritte Gleis zurückgebaut. In der Zählweise ist es das Gleis 4. Optisch vorhanden waren es nur 3. Deshalb sage ich, das dritte Gleis wurde zurückgebaut. Weiterhin haben wir die Bauweichen 1 und 2 eingebaut, sodass der Anschluss der Nebenbahn nach Frensdorf weiterhin gewährleistet ist. Für Bauarbeiten konnten begonnen werden, insbesondere im Bereich der zukünftigen Straßenüberführung 2260 in Altendorf auf der bahnlinken Seite, am Friesnitzgraben und an der Personenunterführung. Was haben wir vor in der nächsten Zeit? Natürlich alles, was ich jetzt nicht benannt habe, umzusetzen. Das ist jetzt nicht ganz ordentlich formuliert. Es stehen sicherlich jetzt zunächst die Arbeiten an für die Brücken, für die 2260 und für die 2244, welche ja noch abgebrochen werden muss. An der B505 muss die temporäre Umfahrung errichtet werden. Das heißt, in dem Zusammenhang sind halt entsprechende Abbrucharbeiten, Gründungsarbeiten und so weiter erforderlich. Hier nochmal im groben Überblick, was in den einzelnen Jahren an Maßnahmen geplant ist. Das Feintuning der Abläufe, das ist natürlich ein laufender Prozess, sodass wir Ihnen jetzt nicht taggenau mit Uhrzeit die einzelnen Maßnahmen vortragen können. Parallel zu den Brückenarbeiten erfolgen natürlich schon die Baubeginne der Gleisarbeiten, zum Teil außerhalb des sogenannten Druckbereiches. Also wir bauen von außen nach innen, sodass wir in dem Fall auch den Bahnbetrieb nicht stören, da ja die Zeitfenster für Sperrungen sehr knapp gefasst sind und deshalb muss auch der Ablauf der zu tätigenden Leistungen
sehr stringent und exakt durchgetaktet werden. Gut, so viel zu den allgemeinen Maßnahmen. Das Thema Schallschutz, also das ist nicht vergessen worden, sondern der passive Schallschutz und auch der aktive Schallschutz ist natürlich ein sehr wichtiges Thema. Und da möchte ich jetzt gerne mein Wort weitergeben. Danke, Kerstin, an dieser Stelle. Kurze Überleitung von mir, meine Damen und Herren. Jetzt haben Sie eine kurze Einführung bekommen, einmal in den Gesamtzusammenhang unser Projekt im Rahmen des Großprojekts VDE 8 bzw. VDE 8.1, Bahnausbau München, Berlin, Nürnberg, Bamberg und jetzt eben bei Ihnen vor Ort südlich von Bamberg in Altendorf, Hirscheid und Strullendorf. Herr Pahl und Frau Koch haben einen genaueren Abriss darüber gegeben, was wir schon geschafft haben, aber ganz besonders darüber, was jetzt kommt. Und erfahrungsgemäß wissen wir, eines der Themen, das Sie ganz besonders beschäftigt, aus gutem Grund, ist der Schallschutz, die aktiven und die passiven Schallschutzmaßnahmen. Und mit Herrn Pawlik haben wir hier in unserem Team einen ausgewiesenen Experten für das Thema. Und nicht nur deswegen, aber auch deswegen nehmen wir uns heute nochmal extra Zeit für das Thema Schallschutz. Und damit übergebe ich jetzt an den Gesamtprojektleiter nochmal Alexander Pawlik. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Stella. Auch von meiner Seite würde ich jetzt gerne in den nächsten paar Folien auf den Schallschutz eingehen. Ein aus den letzten Jahren auch in der Wahrnehmung immer wichtigeres Thema, was nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern vor allem von den Betroffenen direkt wahrgenommen wird, auch hinterfragt wird. Und deshalb möchten wir hier in dieser Veranstaltung ganz bewusst einen durchaus größeren Raum und auch Fragen dann später geben, um auf den Schallschutz hier an der Strecke auch einzugehen. Gehen wir vielleicht zuerst zum Thema, ja, Schallschutz, wo kann man den überhaupt durchführen? Es gibt zwei Arten bei der Deutschen Bahn, wie wir dem Schallschutz begegnen können. Auf der einen Seite durch ortsfeste Lärmschutzwände, da gehe ich später auch gleich drauf noch ein, und natürlich auch den Einbau von passiven Schallschutzmaßnahmen, also dem Einbau von Schallschutzfenstern, auch da gehe ich noch ein. Hier jetzt dargestellt, es gibt auch eine andere Möglichkeit, nämlich direkt am Rad-Schiene-Kontakt beziehungsweise an dem eigenen, ja, Zugfahrgeräten dort Schallschutz zu betreiben. Das hat die Deutsche Bahn vor 20 Jahren begonnen. Es gab damals die Agenda 2020, nämlich bis zum 31.12.2020 die Halbierung des Schienenlärms. Das hat die Deutsche Bahn auch geschafft, ja, durch verschiedene Maßnahmen, in diesem Fall auch, nämlich durch die Umrüstung der Güterzugwagen auf leise Sohlen, also nicht mehr Gussbremsen, sondern Kunststoffbremsen bei den DB Cargo-Wagen. Die sind jetzt zum heutigen Tag zu 100% umgerüstet. Hier steht noch die 85%. Das heißt, auch hier im Laufe des Jahres hat man dann den Vollzug geschafft. Zugleich gibt es seit dem Fahrplanwechsel 2020 und 2021 dann der Verbot von lauten Güterzügen auf deutschen Schienen, was gleichzeitig dann auch bewirkt, dass vermeintlich auch ausländische Anbieter eben mit leisen Güterzugwagen zu uns kommen. Wichtig ist allerdings, die Lärmentwicklung eines Zuges entsteht hauptsächlich durch die Rollgeräusche zwischen Rad- und Schienekontakt. Und wichtiger Punkt ist auch, je glatter die Oberfläche von Rad und Schiene, desto leiser kommen auch die Rollgeräusche rüber. Das heißt, man kann durch die Umrüstung der Güterzugwagen direkt einwirken auf das Wagenmaterial und damit auf die Emission von Schall bei vorbeifahrenden Zügen. Das ist das eine auf der einen Seite. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt auf die Methoden und rechtlichen Grundlagen eingehen, wie man eigentlich den passenden Schallschutz in der Öffentlichkeit, in der Örtlichkeit, auch bei Ihnen vor Ort gefunden hat. Allen voran steht dort in der Leistungsphase 1 der HOI-Ordnung quasi die Erstellung einer sogenannten schalltechnischen Untersuchung. Das ist ein doch recht schwieriger Begriff, der aber leicht zu erklären ist. Nämlich als ersten Punkt müssen wir, wie hier auch dargestellt, in der Mitte die Topografie, ihre Örtlichkeit aufnehmen, die Strecke abbilden und jede einzelne Wohnbebauung dort auch abbilden. Und zwar wirklich von der Höhenquote, also von der Höhe her des Hauses, wirklich mit Erdgeschoss, erstes Obergeschoss und wenn es dort noch ein Dachspitz gibt, eben auch diesen Dachspitz.
Das heißt, topografische Gegebenheiten wie zum Beispiel Lage oder im Tal fließen auch in ein Schallgutachten ein. Man nimmt die Fahrbahnarten auf, zum Beispiel auch Brücken, und die Anzahl und Art der Geschwindigkeiten der Züge und welche Art von Zügen auch durchfahren. Das heißt, wir haben ja Schienen-Personen-Fernverkehr, Nahverkehr und Güterzüge. Alles das simuliert man dann in einem Programm, in einem Computer und lässt dort dann virtuell Güterzüge oder Personenzüge mit Geschwindigkeit X und einer Tonnage dann durchfahren. Daraus ergeben sich dann Emissionen, hier rechts dargestellt, die wir jetzt hier mal so verbildlicht haben. Schall ist in der Tat ein schwieriger, ja, ich möchte es mal sagen, Kollege, den man versucht zu beherrschen. Sie kennen es aus dem Flugverkehrslärm, aber auch aus dem Straßenverkehrslärm. Schiene ist nicht minder schwer, aber wir können dort auch ganz gut eben eingehen. Hier dargestellt sieht man, dass Schall sich wie eine Schallglocke ausbreitet, das heißt durchaus radial nach außen streut und so auch ja durchaus weite Objekte, hier ein Haus dargestellt, als Emissionsort, also als Einwirkungsort darstellt. Hier nur noch mal zur Verdeutlichung, die Emission ist die Abstrahlung und die Emission ist die Einwirkung. Rechts unten dargestellt ist in der Mitte eine sogenannte Isophonengrafik, das heißt eine farbliche Darstellung, wie laut ist es eigentlich in einer Ortsdurchfahrt. Hier ganz dunkelblau dargestellt ist die Strecke, die dB-Strecke ohne Lärmschutz. Und dann ist die Wohnbebauung dargestellt. Und je heller es wird Richtung Grün, umso leiser wird es natürlich. Und nun legt der Schallgutachter virtuell eine Lärmschutzwand dort rein, rechts dargestellt. Und Sie sehen sofort, dass sich der grüne Anteil maßgeblich erhöht und dass wir hier links dargestellt die ersten zwei, drei Häuserreihen, die noch im roten oder im gelben Bereich waren, plötzlich grün werden. Das ist auch genau die Wirkung, die wir mit eben ortsfesten Lärmschutzwänden bewirken wollen, nämlich dass die Außenflächen geschützt werden vor Lärm nachhaltig und dass wir dadurch auch weniger passiven Lärmschutz benötigen. Das heißt, Außenflächen, die Örtlichkeit, aber die Häuser an sich sind besser geschützt und wir haben keine Lärmabstrahlung oder Lärmüberschreitung mehr bis in die zweite oder dritte Häuserreihe. Das Ganze oder für diese Berechnung gibt es eine sogenannte rechtliche Grundlage. Das ist im sogenannten Bundesemissionsschutzgesetz in Paragraph 41 dargestellt. Und zugehörig dazu gibt es die 16. Bundesemissionsschutzverordnung. Das heißt die Lärmschutzverordnung. Und dort sind die Lärmschutzwerte dargestellt. Da gehe ich im näheren Verlauf auch gleich noch näher drauf ein. Heißt, grundsätzlich unterscheiden wir erstmal zwischen einer Lärmsanierung und einer Lärmvorsorge. Ganz oben dargestellt, Maßnahmen im Bestand sind sogenannte Lärmsanierungsmaßnahmen im Rahmen des freiwilligen Programms des Bundes. Ein Programm seit 1999 dort ins Leben gerufen und das kümmert sich, wie gesagt, nur um Maßnahmen, wo wir keine bauliche Änderung haben, das heißt die Infrastruktur vor Ort nicht angepasst haben. Das trifft hier nicht zu, das heißt wir sind hier auf dem Punkt 2, nämlich Aus- und Neubaustrecken. Die VD8 ist eine ganz klasse Ausbaustrecke in diesem Fall. Hier tritt die Lärmvorsorge auf Basis gesetzlicher Regelungen beim Bau und wesentlichen Änderungen gemäß 16. der Bundesemissionsschutzverordnung in Kraft. Heißt auch, dass man hierauf einen gesetzlichen Anspruch hat. Rechts nochmal dargestellt, in grün umrandet, sind die sogenannten Grenzwerte, Auslösewerte, ab wann eine Grenzwertüberschreitung aus gesetzlichen Gründen hier auch vorstellig ist. Und ich markiere es mal ganz kurz. Für den Abschnitt PA21 wurde auch im Planrechtsverfahren die sogenannten Grenzwerte bei Überschreitung von 47 Dezibel bei Krankenhäusern und Schulen und 49 Dezibel bei Reihen und allgemeinen Wohngebieten jeweils im Nachtzeitraum als Auslösewert niedergeschrieben. Am Tag sieht der Gesetzgeber einen Auslösewert von 10 Dezibel mehr vor, also statt 49 Dezibel 59 und bei Schulen 47 auf 57. Das ist durchaus nicht wenig, aber auch nicht sehr viel. Meine Stimme, Sie können sich vorstellen, wenn Sie in einem Raum sind und Sie haben eine normale Gesprächslautstärke mit einem Kollegen, dann hat es so um die 45 bis 50 Dezibel. Etwas lauter oder eine erhabene Stimme sind dann schon 55 bis 60 Dezibel und wenn einer neben Ihnen flüstern würde, sind so zwischen 30 und 40 Dezibel zum Vergleich. Gehen wir nochmal auf die Maßnahmen ein, die möglich sind entlang von Schienenwegen. Ich fange ganz links an. Hier sehen Sie die sogenannte Schienenschmiereinrichtung.
Das wird immer dort eingebaut, wenn Sie ganz enge Kurvenradien haben, wo der Radkranz-Radschiene-Kontakt aufläuft, zum Beispiel in Passau-Voglau, da haben Sie ganz enge Radien, wo also der Zug rüberfährt und dann hören Sie immer ein ganz, ganz lautes Quietschen. Das kann man dort ja beheben, indem man Graphit aufsprüht auf den Radkranz. Dadurch wird das Quietschen verhindert, trifft hier jetzt in diesem Fall bei der VD8 nicht zu. Auf der anderen Seite haben wir niedrige Lärmschutzwände, nämlich Gabionen oder sehr ortsnahe oder an der DB-Strecke direkt niedrige Lärmschutzwände. Auch hier tragen sie leider nicht dazu bei, dass wir sie im Portfolio des Schallgutachtens berücksichtigen konnten, weil einfach die Grenzwertüberschreitungen so groß sind, dass sie aufgrund der hohen Güterzuganzahl und hoher Geschwindigkeit auch der Fernverkehrszüge hier nicht zum Tragen kommen. Denn man kann sehr gut verstehen, der Radschienekontakt ist der ausschlaggebende Punkt. Und wenn nur eine niedrige Lärmschutzwand davor steht und mit hoher Emissionsstärke dort ein Güterzug vorbeifährt, dann wird der Schall automatisch drüber gehoben und dann ist dort die Örtlichkeit trotzdem verlärmt. Deshalb als Alternative und wie hier auch in PA21 dann umgesetzt, der Bau von sogenannten herkömmlichen konventionellen Lärmschutzwänden dargestellt. Im Abstand von ungefähr 3,80 Meter zur Schienenachse heißt ungefähr die Flucht der Oberleitungsmaste. Also auch sehr nah, im Regelfall zwischen 3 bis 5 Meter Höhe, sodass sie durchaus den Zug überdecken. Und wenn dann eben ein Güterzug vorbeifährt oder auch ein Fernverkehrszug, dann sehen Sie ihn nicht nur, und das ist im Schalltechnischen immer ein sehr sinnvoller Hinweis, wenn Sie ihn nicht sehen und wir führen diese Lärmschutzwände hochabsorbierend aus, das heißt auch im Fachjargon, beziehungsweise eben nicht im Fachjargon, die Lärmschutzwände schlucken den Schall, dann kann eben keine Schallreflexion kommen und kein Schall überschwappen über die Lärmschutzwand. Auf der anderen Seite haben wir noch Infrastruktur, direkt passiv nennen wir das, also bauliche Veränderungen an den Häusern an sich. Immer dort, wenn wir mit ortsfesten Lärmschutzwänden nicht die erforderlichen Grenzwerte einhalten können und nicht unterbieten, dann müssen noch zusätzlich Lärmschutzfenster oder Wandlüfter eingebaut werden. Das regelt dann auch das Schallgutachten direkt. Und so haben viele Bürger auch hier in dieser Runde mit Sicherheit schon Informationen zum Anspruch hier auf den Einsatz oder den Umbau im Zuge von passiven Lärmschutzmaßnahmen bekommen. Wie das genau abgeht, zeige ich dann auf eine der nächsten Folien auch. Hier möchte ich Ihnen nochmal kurz die Wirkung darstellen von Lärmschutzwänden. Sie sehen links unten eine Lärmschutzwand dargestellt und Sie sehen die sogenannte Glocke. Die Lärmschutzglocke ist deutlich verändert gegenüber dem oberen Bild. Hier oben kann sich der Schall radial wie eine Glocke, manche nennen sie auch Birne, frei ausbreiten und so quasi die Lärmwerte, ich führe mal eine Isophonlinie hier nach, quasi diese 75 Dezibel Isophonlinie, die knackt hier genau hier oben im Dachfirst, knackt sie quasi das Haus. Das heißt, genau dort außen liegt eben dieser Lärmpegel an und wenn wir den Bau einer Lärmschutzwand hier vorne umsetzen, dann sehen Sie, dass diese Lärmglocke nach oben sich schließt und dass wesentlich leisere Isophonlinien hier in diesem Bereich dann zum Tragen kommen. Das heißt, es ist augenscheinlich definitiv leiser hier in diesem Bereich. Rechts verdeutlicht dieses Bild das hier auch nochmal. In Summe möchte ich hier nochmal kurz darstellen, was wir in den nächsten Jahren und zwar jetzt auch schon vorab und nach Bautakt dann eingetaktet im Bereich Altendorf, Buttenheim, Hirscheid und Strullendorf an Lärmschutzwände bauen werden. In Summe werden wir 11 laufende Kilometer Schallschutzwände bauen. Zum Teil sind sehr viele Mittellärmschutzwände da, aber auch seitlich rechts und links der Bahn, sodass alle Wohngebiete, die als solches und auch Mischgebiete, die als solches kategorisiert wurden, hier auch in den Genuss von diesem Lärmschutz kommen. In Industriegebieten ist es sehr häufig so, ich gehe einfach mal kurz ein paar Folien nochmal zurück für Sie zur Verdeutlichung, dass die Grenzwerte deutlich höher sind. Die sind jetzt zwar hier nicht dargestellt, aber Sie können davon ausgehen, dass sie durchaus um 20 Dezibel weiter höher liegen. Und das ist auch der Grund, warum dann Grenzwerte im Bereich von Industriegebieten, wo in der Regel ja auch keiner wohnt oder nur vereinzelt Menschen wohnen, die sind natürlich uns genauso wichtig, aber eben nicht die große Masse oder die Wohndichte vorherrscht,
dass dort eben keine Lärmschutzwände errichtet werden, sondern dass Einzelbedürfnisse an Grenzwertüberschreitungen dann im Zuge vom Einbau von passiven Lärmschutzmaßnahmen dort auch umgesetzt werden. Insofern konnten wir für die alle drei Abschnitte Buttenheim, Hirscheid und Strullendorf einen sehr, sehr durchgehenden Lärmschutz schaffen. Ich hatte vorhin gerade angeführt, dass wir auch Mittellärmschutzwände brauchen. Die brauchen wir bei 4 Gleisen, da sich Schall, ja, wie gesagt, schon radial ausbreitet und dadurch wichtig ist, dass nicht auf 4 Gleisen auf voller Breite sich der Schall ausbreiten kann, sondern idealerweise auch mittels Mittelwand dann der Schall dort gleich absorbiert wird, sodass er gar nicht reflektiert wird und dann eben gar nicht mehr als Emissionsort auf die Häuser eintrifft. Auf der nächsten Folie möchte ich jetzt auf die 10 Schritte zum passiven Schallschutz eingehen. Einen Augenblick, dann nehme ich mir kurz eine Hilfe, weil es ist in der Tat etwas klein geschrieben. Erstens, jedes Gebäude entlang der Bahnstrecke wird schalltechnisch erfasst. Das heißt, im Schallgutachten, im Ursprungsgutachten ist jedes einzelne Gebäude, auch mit seinem Alter, mit seiner Höhe, wie viele Geschosse, Himmelsausrichtung, Größe erfasst. Zweitens, im Rahmen der Planfeststellungsverfahren wird entschieden, welche aktiven und passiven Maßnahmen durchgeführt werden. Dort ist dann definiert, welchen Umsatz man wirklich benötigt. Der Planrechtsbeschluss ist gekommen. Das heißt, Auflagen sind da, die wir gemäß Schallgutachten dann erfüllen müssen. Als dritter Punkt, die Deutsche Bahn informiert nach Planfeststellungsbeschluss schriftlich Haus- und Wohnungseigentümer über ihren möglichen Anspruch. Das beauftragen wir ein externes Ingenieurbüro, die dann auch mit ihnen Kontakt aufnehmen. Die Eigentümerinnen und Eigentümer schicken das von der DB zugesandte Antragsformular ausgefüllt und fristgerecht zurück. Danach erfolgt die Bahn, entsendet Gutachterinnen vor Ort, die unter anderem die Fenster überprüfen und das vorhandene Schalldämmmaß berechnen. Heißt, die nehmen auch ihren Ist-Zustand auf und gleichen nach gesetzlichen Vorschriften und Normen ab, ob dort Schallschutzfenster einer höheren Klasse erforderlich sind, dimensionieren diese auch. Sechstens, die Gutachter legen dem Eigentümer und der Deutschen Bahn ihre Ergebnisse und mögliche Maßnahmenvorschläge vor. Danach entscheidet sich der Eigentümer für eine Maßnahme und die müssen sie der DB mindestens 3 Angebote zur Prüfung vorlegen. Das heißt, sie bekommen 3 Angebote, beziehungsweise sie werden veranlasst, das zu tun. Sie haben ja ein fertiges LV. Achtens, die DB schickt den Eigentümer in eine Vereinbarung zur Erstattung der jeweiligen Kosten zu. Das heißt, wenn Sie sich für eines der Angebote entschieden haben, Sie brauchen 3, damit man wirtschaftlich nachweisen kann, dass man ein wirtschaftliches Angebot auch angenommen hat. Und wenn Sie sich dann für einen entscheiden, also ich sage es mal, der Fensterbauer Müller aus der Gegend, dann können Sie sich dafür auch entscheiden. Dann gibt es eben hier dieses Erstattungsformular. Nach der Umsetzung aller Maßnahmen wird die fachgerechte Montage durch die DB oder dem Gutachter überprüft. Und danach, als letzten Punkt, die entstandenen Kosten übernimmt die DB. In diesem Fall ist es so, da es Lärmvorsorge ist und es ein gesetzlicher Anspruch ist, übernimmt der Bund in diesem Fall 100% der Kosten ohne Eigenanteil bei der Umsetzung von passiven Maßnahmen. So, jetzt wäre ich durch mit dem Allmal-1 des Lärmschutzes. Ich hoffe, ich konnte Ihnen da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und freue mich jetzt auf den Zeit für Ihre Fragen. Und Stella, ich übergebe wieder herzlich an dich. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank, Alexander. Ja, meine Damen und Herren, während des Vortrags haben uns jetzt schon zahlreiche Fragen zu allen möglichen Themen erreicht. Ich möchte kurz mit ein paar grundsätzlichen Fragen beginnen und dann tauchen wir in die einzelnen Themenblöcke ein, die da sind, unter anderem Schallschutz, Fragen zu Grundstücken, zur Beweissicherung, zu den Bauabläufen und einiges mehr. Zunächst mal habe ich mir die Frage rausgegriffen, wir haben gehört, Herr Plenter ist fürs Projekt Bamberg zuständig. Dazu vielleicht noch mal eine kurze Einordnung von meiner Seite. Das stimmt, Herr Plenter ist fürs Projekt Bamberg zuständig. Wir sind das Projekt der Bahnausbau Nürnberg bis Bamberg, also bis kurz vor Bamberg. Nils Pahl ist an dieser Stelle
der direkte Nachfolger von Herrn Plenter und der Gesamtprojektleiter ist Alexander Pavlik, der gerade zu Ihnen gesprochen hat, der eben und neben diesem Projekt auch noch andere Projekte mitverantwortet. Dann von Seiten der Kommunikation möchte ich auf zwei Fragen direkt eingehen. Einmal wurde gefragt, ob die Präsentation im Nachgang zur Verfügung gestellt wird. Das wird sie. Wir sind in den allerletzten Zügen unserer Webseite. Wir werden eine eigene Projektwebseite erstellen und dort die Präsentation zur Verfügung stellen. Gleichzeitig gilt aber auch, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Veranstaltung ist unter demselben Link für alle, nicht nur für die, die heute dabei sind, im Nachgang abrufbar. Sie können sie sich dort nochmal anschauen. Ich bin erreichbar unter der Adresse, unter der E-Mail-Adresse, unter der Sie sich angemeldet haben. Und auch da können Sie jederzeit und gerne auf mich zukommen. Weiterhin wurde gefragt, ob es Ansprechpartner vor Ort gibt. Die Frage lautet, wen kann man fragen? Es geht in Richtung Baufirmen, aber auch Mitarbeiter der Bahn, die fachlich kompetent Aussagen treffen dürfen und können. Auch hier ein Hinweis von mir. In Hirscheid am Bahnhof, kurz hinter dem Bahnhof, steht unser Infocontainer. Ein Kollege und Experte sitzt dort jeweils donnerstags bis samstags von 12 bis 18 Uhr bereit. Die Planfeststellungsunterlagen liegen dort aus. Es gibt Schautafeln und er steht Ihnen dort Rede und Antwort. Und weiterhin können Sie sich jederzeit an die Ihnen bekannte E-Mail-Adresse wenden. Aber wir werden selbstverständlich auch im weiteren Bauverlauf immer wieder das Angebot machen, so wie heute, einer Infoveranstaltung, wo wir auf Sie zukommen, gegebenenfalls dann auch mal wieder vor Ort, vielleicht mal in einem kleineren Rahmen, so das von meiner Seite. Und wie gesagt, in Kürze dann auch ausführliche Infos zum Projekt auf unserer Projektwebseite. Die Adresse wird auf der letzten Folie dann eingeblendet. Ja, Frage, die daran anknüpft, wird es weitergehende Infos geben zu den Einschränkungen während der Bau- und Maßnahmen? In dem Fall fragt der Teilnehmer, die Teilnehmerin nach Hirscheid. Ich beantworte die Frage gerne für alle drei Gemeinden. Selbstverständlich wird es weitergehende Infos geben und zwar immer dann, wenn sich Neuigkeiten ergeben, informieren wir in gewohnter Manier über die Amtsblätter, per Anwohnerinformation, also per Postwurfsendung und in Kürze dann auch über das Internet, über unsere Projektwebseite und bei großen Sperrpausen selbstverständlich auch über die Presse, sonstige Medien. Ja, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem Thema, mit dem Herr Pavlik zuletzt geendet hat, der Schallschutz. Möglicherweise hat sich die ein oder andere Frage jetzt schon geklärt. Die erste Frage, die hier aufploppt bei mir, ist der Zeitplan für den passiven Lärmschutz. Herr Pavlik ist darauf gerade schon ziemlich ausführlich eingegangen. Ich würde jetzt trotzdem sagen, dass wir noch mal ganz kurz auf die letzte Folie gehen, also eine Folie zurück. Und dass du, Alex, vielleicht noch mal kurz drei Worte dazu verlierst. Ja, sehr gerne von meiner Seite. In der Tat ist der passive Lärmschutz und dessen Umsetzung in aller Munde. Es ist ja mit dem Planfeststellungsbeschluss, so wie auch kurz vorhin erläutert, festgeschrieben, dass wir den gesetzlich auch umsetzen werden. Wir müssen dazu ein passives Ingenieurbüro beauftragen, was gerade in der Findungsphase ist, beziehungsweise als Übergangslösung haben wir bereits dort ein passives Ingenieurbüro, was schon mit der Sichtung und dem Anschreiben der Eigentümer begonnen hat.
Sukzessive werden wir natürlich alle Eigentümer, die davon direkt im Schallgutachten und im Planfeststellungsbeschluss betroffen sind, schriftlich anschreiben, dann nochmal informieren. In der Regel gibt es eben dann auch diesen 10-Punkte-Plan, der da nochmal beiliegt. Es wird also alles nochmal erklärt. Sie müssen sich nicht direkt bei uns melden, dürfen Sie natürlich auch gerne recht herzlich. Aber Sie können dadurch nicht das Verfahren beschleunigen, sondern der externe passive Gutachter hat da einen ganz klaren dann Arbeitsprozess und er wird auch keinen Bürger vergessen, der eben im Planfeststellungsbeschluss genannt ist. Dankeschön. Eine weitere Frage zum Thema ist, ob wir oder ob das Projekt mit dem Bau der Schallschutzwände vor der Verlegung der Gleise beginnen wird? Also das ist abhängig natürlich Bautechnologie, Bauablaufplan und Bauphasenplan. Idealerweise wollen wir natürlich gleich zu Beginn die Lärmschutzwände bauen. Manchmal schließt sich das aber gegenseitig aus. Spätestens wenn der erste Zug auch dort fährt, wollen wir natürlich auch dann den Lärmschutz dort vollständig geschlossen haben. Heißt also, auch wenn die komplette viergleisige Strecke hergestellt ist, muss natürlich auch der Lärmschutz dort gewährleistet sein. Das ist aber abhängig, wie gesagt, von Bauphasenplanung. Deshalb bitten wir da noch um Nachsicht. Wir versuchen natürlich am Anfang möglichst viel Lärmschutz schon vorzuziehen. Ja, ganz ähnlich verhält es sich mit den passiven Lärmschutzmaßnahmen. Auch hier wird gefragt, wieso der passive Lärmschutz nicht vorher gemacht werden kann. Nils, möchtest du da ganz kurz was du, also ja, kann ich gerne machen. Ja, wie du schon gesagt hast, Alexander, möchte ich vielleicht sogar noch verdichten. Also der Gutachter, sofern es funktioniert, und davon gehe ich ganz schwer aus, dass wir den in den nächsten Tagen dann binden können, wird die Einwurfpost wirklich zum Jahreswechsel bei den im Planfeststellungsbeschluss benannten Personen bzw. Wohngebäuden dann einwerfen. Und ich denke, damit sind wir sehr gut im Fahrplan. Die Hauptbauleistung, wie ja gesehen werden konnte, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Folie eingeblendet ist, werden wir Mitte nächsten Jahres dann wirklich streckenbegleitend und auch die konstruktiven Ingenieurbauten so weit aufnehmen. Und ich hoffe, bis dahin haben wir schon einen Großteil davon abarbeiten können. Und vor allem vermehrt in den Ortschaften werden wir natürlich verdichtet hier in die Arbeit gehen und da auch so weit beschleunigen, wie es Menschen möglich ist, von unserer Seite, von der DB Netz AG als Vorhabenträgerin. Und es ist unser Anstreben, ich sag mal, 22 soweit den passiven Schallschutz hier sichergestellt zu haben. Eins kann natürlich nicht vorweggenommen werden. Das ist wirklich das Thema gerade von Lieferfristen. Wir sprechen hier ja über eine Vielzahl an Haushalten, die passiven Lärmschutz bekommen. An der Schraube können wir leider nicht drehen, aber ich denke, wir haben da auch gute Kontakte und können da unterstützen. Im Abschluss würde ich sagen, in 2022 ist unser Hauptziel, da wirklich das Gros umgesetzt zu haben und dementsprechend sind wir da vor der Hauptbauleistung soweit in der Umsetzung. Genau, von meiner Seite noch ergänzend, der natürlich auch hier dringende Appell, Sie haben in dem 10-Punkte-Plan gesehen, dass Sie als Bürger eine wichtige Funktion hier im Ablauf dieses 10-Punkte-Prozesses haben. Wirken Sie mit, das macht es uns einfacher, das macht es auch dem Ingenieurbüro einfacher. Und je schneller wir alle Unterlagen zusammen haben und von Ihrer Seite dann eben auch die Entscheidung, was Sie umsetzen wollen, umso schneller können wir den Auftrag geben und umso schneller wird es umgesetzt. Gut, Dankeschön. Ich habe hier noch ein paar Fragen zum gleichen Thema. Ein bisschen anderer Sachverhalt. Und zwar geht es da um die Züge, die zukünftig auf der Strecke fahren werden. Hier wird gefragt, ob es richtig ist, dass nach den Umbaumaßnahmen dann auch nur entsprechend auch umgerüstete Züge fahren werden oder ob auch alte Güter- und Personenzüge noch fahren werden, dementsprechend ohne Flüsterbremsen etc. Ja, die Beantwortung würde ich übernehmen. Grundsätzlich gilt in ganz Europa der diskriminierungsfreie Zugang auf den Schienenverkehrsweg. Das heißt, auch osteuropäische Güterwagenanbieter dürfen mit ihrem Zug fahren. Wenn dieser dann leider altes Zugmaterial hat, darf er da auch leider fahren. Aber er muss, wie gesagt,
eine Penale zahlen, die sehr, sehr hoch ist. Und es gilt ja, wie gesagt, ab diesem Jahr auch das Gesetz eben nur noch leise Güterzüge. Das heißt, eigentlich ist es von Seiten der EU ausgeschlossen. Und deshalb ist es auch wichtig, in diesen Ansatz beziehungsweise nicht in die Erwartungshaltung zu kommen, dass nur noch leise Güterzüge vorbeifahren. Wenn Sie draußen an der Örtlichkeit sind, am Bahnsteig stehen, merken Sie das eigentlich schon seit ungefähr 1,5 Jahren, dass meistens, ich sage mal, von 10 Zügen 9 oder 8 schon komplett umgerüstet sind. Und die sind in der Tat dann so leise, fast wie ein Regionalzug. Nicht ganz so leise natürlich wie ein Fernverkehrszug, der ist dann nochmal ein bisschen leiser. Aber da hat sich schon einiges getan. Aber es gibt leider auch immer ein paar schwarze Schafe, die zwar dann Penale zahlen müssen, aber die dürfen rein rechtlich trotzdem noch durchfahren. Vielen Dank. Eine allgemeine Frage dazu lautet, wo kann man das Schallschutzgutachten einsehen? Ja, im Grundsatz ist das Schallgutachten bei uns einsehbar. Wenn Sie also dort eine Betroffenheit haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Wichtig ist hier, da stehen natürlich auch personenbezogene Daten drin. Das heißt, das Ganze ist nach der Datenschutzverordnung natürlich geschützt. Und nur Betroffene können dann direkt bei uns anfragen und denen geben wir gerne Auskunft. Alles klar. Werfen wir noch einen Blick in der Thematik nach Strohlendorf. Hier wird gefragt, die alten Schienen in Strohlendorf machen viel Lärm. Werden diese im Zusammenhang des Bahnausbaus erneuert? Ja, diese Frage würde ich gerne an die Kerstin geben. Kerstin. Die beantworte ich natürlich sehr gerne. Die Frage, selbstverständlich werden die Schienen nicht wieder eingebaut, die alten Schienen. Es werden neue UEC-60-Schienen eingebaut und damit, also es ist einmal komplett, dass die Trasse neu ist und dazu gehören natürlich auch die Schienen. Die Frage ist sicherlich in dem Zusammenhang entstanden, da ja in der Ursprungsunterlage von 1997 nur ein Anbau der 2 neuen Gleise erfolgte. Und da war in der Tat das so, dass die alte Trasse beibehalten werden sollte. Mit der Wiederaufnahme der Planungsleistungen in 2011 haben wir natürlich auch geänderte Planungskriterien, ich sag mal, mit dem Fortschritt der Zeit einen angepassten Planungsauftrag bekommen und der lautete eben, Neubaukriterien anzuwenden für beide Gleispaare und damit, ich sag mal, einmal komplett neu. Dankeschön. Ich muss mal ganz kurz gucken, was hier noch zum Thema reinkommt. Einmal haben wir hier noch eine Wortmeldung aus Strohlendorf. Da geht es um die Gestaltung der Schallschutzmauern. Hier fragt ein Teilnehmer, ob es möglich ist zu erfahren, wie die Schutzmauer aussehen wird. Ja, sehr gerne. Also im Vorgriff haben wir dort gemeinsam mit den Kommunen die sogenannte Gestaltung der Lärmschutzwände festgelegt. Das heißt, man hat sich auf ein Farbkonzept geeinigt. Kerstin, nach meinem Kenntnisstand müsste das in Grauschattierungen sein. Ist das richtig? Oder grün? Muss ich jetzt für Strohlendorf in der Tat, müsste ich nachschauen. Muss ich jetzt leider passen. Also wir können es im Hintergrund raussuchen vielleicht. Genau. Und es ist richtig, dass die Farbkonzepte mit den entsprechenden Gemeinden, also auch mit Strohlendorf, abgestimmt wurden. Und auch nicht nur die Farbkonzepte, sondern auch die Anordnung der Sichtelemente. Damit einhergehend sind natürlich auch Anpassungen der Höhe der Schallschutzwände erforderlich. Als Anhang zur Planfeststellungsunterlage, was nicht erforderlich gewesen ist, aber dass wir auch diese Abstimmungen und Zusagen dokumentieren, ist diese Anordnung der Sichtelemente als Anlage zur Planfeststellungsunterlage beigefügt. Alles klar, vielen Dank. Gerne.
Gehen wir weiter nach Altendorf. Da habe ich hier auch noch zwei Fragen zum Thema. Und zwar einmal wird gefragt, wann die Anwohner Altendorfs hinsichtlich der Ausführung der oberen Meter in der Lärmschutzwand in die Ausführungsplanung eingebunden werden. Laut dem Teilnehmer oder der Teilnehmerin wurde das von Herrn Plenter in einer Stellungnahme so zugesichert. Das würde ich gerne beantworten. Wir richten uns ja nach dem Planfeststellungsbeschluss. Das heißt, wenn das dort verbrieft ist, dass wir ein Konzept mit dem Einsatz von transparenten Elementen im obersten Meter dann auch im Nachgang des Beschlusses noch abstimmen, dann kommen wir dem natürlich gerne nach. Es ist aber in der Regel unüblich, dass so eine Auflage in einem Planfeststellungsbeschluss gemacht wird. Warum, möchte ich ganz kurz erklären. Der Einsatz von transparenten Lärmschutzwandelementen ist aufgrund deren Schallhart, also zu 100% Schallreflexion, sehr reglementiert. Das heißt, man hat nicht ein großes Maß danach, noch nachträglich den transparenten Anteil zu erhöhen. Und deshalb ist es eben von Gesetz wegen im Planfeststellungsbeschluss eigentlich da niedergeschrieben, wo transparente Lärmschutzwände hinkommen und wo nicht. Aber das prüfen wir gerne nochmal und nehmen uns das mit. Danke. Wir bleiben in Altendorf. Alex, kannst du einen kurzen Einblick darauf geben, wie die Schallschutzmaßnahmen in Altendorf sich gestalten werden? Konkret heißt es hier, wie hoch? Wie hoch ja, werden gerne. Die Wände? Genau, einen Augenblick. In Altendorf haben wir durchschnittliche Lärmschutzwandhöhen von 4 bis 4,5 Metern. Zum Teil stufenweise eine Abtreppung und auch Teiltransparenz, zum Beispiel im Bereich der Jurastraße. Dann hier in diesem Bereich oberste Meter transparent, Teiltransparenz, Jurastraße, Abtreppung. Ja, genau. Also Durchschnitt ist 4 bis 5 Meter im Durchschnitt. Überschieden Oberkante. Wir bleiben beim Thema. Nochmal eine allgemeine Frage, die sich auf den ganzen Abschnitt bezieht. Und zwar geht es hier um Erschütterungen. Gibt es dämpfende Maßnahmen, wird hier gefragt. Wie werden die Gleise gelagert? Also mit welcher Methode wird hier gearbeitet, um Erschütterungen zu minimieren? Ja, wir bauen kein Massefedersystem ein, was nämlich die Erschütterung minimieren würde, sondern wir bauen konventionell einen Oberbau ein. Das heißt Schotteroberbau, keine feste Fahrbahn, Schotteroberbau, dann mit Schwelle, Rippenplatte, Schienenbefestigung, Gummiunterlage und dann kommt die Schiene drauf. Dadurch haben Sie nach neuestem Standard einen sehr, sehr guten Schutz vor Erschütterung. Aber natürlich kann es auch sein, dass bei besonders schweren Güterzügen durchaus die Erschütterung im Boden noch wahrnehmbar ist. Aber es tritt hier keine Verschlechterung bezüglich des Ist-Zustandes ein, sondern eher eine Verbesserung zukünftig. Gut, die Fragen zum Schallschutz lichten sich langsam. Eine Frage oder ein paar Fragen habe ich noch. Eine möchte ich direkt gerne stellen und zwar, wie weit weg von den Grundstücken werden die Mauern errichtet? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also je nach Topografie und jetziger Lage der Gebäude zur Nähe der Bestandsstrecke und auch zukünftig der Ausbaustrecke kann es durchaus sein, dass die Lärmschutzwände situativ, also abschnittsweise durchaus sehr nah an Gebäuden sind. Eine genaue Meteranzahl kann man da nicht nennen. Allerdings haben wir in der Regel schon deutliche Abstände noch zu den Bestandsbauwerken. Und hier noch eine Frage nochmal zurück zum Ablauf, zu den Menschen, die passive Schallschutzmaßnahmen benötigen und in Anspruch nehmen wollen. Hier fragt ein Teilnehmer, wie weit gelten die Lärmschutzmaßnahmen? Also ich vermute, hier ist gemeint, wer kann die in Anspruch nehmen, diese passiven Schallschutzmaßnahmen? Ja, auch da würde ich kurz Stellung nehmen dazu. Auch das ist im Schallgutachten und damit im Planfeststellungsbeschluss eindeutig geregelt. Das heißt, derjenige, der Bürger, der Eigentümer einer Wohnimmobilie oder einer Immobilie ist, die nach dem Bau
der Lärmschutzwende trotzdem noch eine Grenzwertüberschreitung im Sinne der 16. Bundesemissionsschutzverordnung hat, der kommt in den Genuss der zusätzlichen Förderung von passiven Maßnahmen. Wohngebäude, die durch den Lärmschutz oder aktiven Lärmschutzbau bereits vollständig geschützt sind, das heißt keine Grenzwertüberschreitung mehr im Tag- oder Nachtzeitraum haben, bekommen keinen zusätzlichen passiven Lärmschutz, auch wenn sie das vielleicht favorisieren würden. Danke. Wir kommen abschließend noch zu den letzten Fragen zum Thema. Und zwar einmal wird hier, ich fasse zwei Fragen zusammen. Einmal wird danach gefragt, ob es eine Prognose gibt, wie viele Güterzüge dann hier nach dem Ausbau fahren werden. Da wird um eine Zugzahlenprognose gebeten, falls möglich. Und die andere Frage ist, ob auch osteuropäische Waggons Blisterbremsen haben. Dann nehme ich die zweite Frage zuerst, wenn ich mir das erlauben darf. Natürlich fangen auch osteuropäische Firmen an, umzurüsten. Deutschland ist aber zusammen mit der Schweiz Vorreiter dort in der Umrüstung gewesen. Es wird sukzessive auch so sein, dass immer mehr osteuropäische Länder das zur Pflicht machen, weil sie schlichtweg durch als Transitland, typisches Transitland wie Deutschland, dann ihre Bestandsgüterzüge nicht mehr durchschicken dürfen. Das heißt, da gibt es einen Beschleunigungsprozess, den man, denke ich, in den nächsten Jahren auch deutlich sehen wird. Ja, zu der ersten Frage der Zugzahlen. Im Schallgutachten haben wir diese Zugzahlen natürlich auch zugrunde gelegt. Und in einem Schallgutachten wird normalerweise immer zwischen dem Ist-Zustand und dem Prognosezustand unterschieden. Und Sie haben jetzt explizit auf die Frage der Güterzüge gefragt. Ich kann hier überschlägig jetzt, also gerundete Zahlen nennen. Im Ist-Zustand haben wir aktuell um die 90 Güterzüge in 24-Stunden-Zeitraum. Ab nach Fertigstellung, und ich glaube, darauf zielt die Frage auch ab, mit einer Prognose, aktuell hier angenommen mit 2030, haben wir Güterzüge von rund 60. Das heißt, wir werden eine abnehmende Anzahl haben, dafür aber eine Zunahme von Personennah- und Fernverkehr, weil wir eben auch ganz bewusst dieses Angebot ausbauen wollen als Deutsche Bahn. Nichtsdestotrotz werden aber trotzdem im 24-Stunden-Rhythmus noch um die 60 Güterzüge fahren. Aber weniger als heute perspektivisch. Das kann sich natürlich bei einer konjunkturellen Erholung bzw. Änderung nochmal ändern. Aber das sind jetzt die offiziellen Zugzahlen. Vielen Dank. Eine weitere Frage, die uns erreicht hat, ist die Lärmbelästigung durch Bauarbeiten in der Nacht. Also hier wird ganz konkret gefragt, wie laut wird es noch nachts? Ja, die Lautstärke dezidiert in Dezimal können wir natürlich nicht sagen. Das ist von Bautechnologie und Bautyp, also Baustellenfahrzeugtyp abhängig. Wir versuchen alles daran, auch die Beeinträchtigung für die Bevölkerung zu reduzieren, nämlich durch den Einsatz von lärmarmen Bautechnologien, zum Beispiel auch durch Verschieben von lärmintensiven Bautätigkeiten in den Tageszeitraum und eben weg zum Beispiel vom Wochenende hin für unter der Woche. Das ist auch vom Gesetzgeber sofort vorgeschrieben. Trotzdem lässt es sich manchmal nicht vermeiden, gerade zum Beispiel in der Nutzung der Sperrpausen, dass auch durchaus mal lärmintensive Bauarbeiten dann dort ausgeführt werden müssen. Die sind auch in der Regel vom Eisenbahnbundesamt dann auch genehmigt und so abgenommen, sodass wir die dann auch durchführen. Wenn es doch mal zu laut wird, gibt es ja die Möglichkeit, sich in diesem Fall eben eine Entschädigung in Form eines Hotelgutscheins zu holen, wo man dann eben auch ausweichen kann als Bürger. Da bitte sich an uns wenden. Das ist auch so vorgesehen. Das ist recht unkompliziert. Und mit diesem Hotelgutschein können Sie dann in definierte Hotels gehen, wo Sie dann auch kostenlos dort übernachten können und vor dem Baulärm geschützt sind. Ja, es kam jetzt auch noch mal die Frage auf, zu welchen Uhrzeiten nachts laut gebaut wird. Und da möchte ich direkt gerne antworten. Das ist was wir klassischerweise, worüber wir Sie informieren, per Anwohnerinformation. Können wir jetzt so pauschal nicht sagen für die nächsten Jahre, wann genau was. Aber wir unterrichten Sie darüber zeitnah. Wir kündigen das zeitnah an.
Gut, wir können auch später nochmal zurückkommen zum Thema Schallschutzmaßnahmen. Falls wir jetzt merken, dass da noch viele Fragen eintreffen, wir haben noch genügend Zeit. Trotzdem würde ich auch gerne noch ein paar andere Themen jetzt hier mit in die Diskussion aufnehmen. Und zwar würde ich gerne weitermachen mit Fragen der Umleitung, Verkehrsführung, Baumaßnahmen, die diese bedingen. Wir starten jetzt mal so, wie es bei mir hier reinflattert. Und zwar ist das in Hirscheid. Hier wird gefragt, wird die Eisenbahnunterführung in Hirscheid abgerissen oder wird sie nur erweitert? Kerstin. Bezieht sich die Frage, davon gehe ich aus, auf die Eisenbahnüberführung Maximilianstraße in Hirscheid? Die Eisenbahnüberführung in Maximilianstraße, wie ich vorhin schon erläutert habe, wird auf der bahnrechten Seite, also auf der Ostseite, um das Maß erweitert, was wir für die zusätzlichen Gleise benötigen. Wie in den vor 2 Jahren vorangegangenen Abstimmungen zum Umwegekonzept haben wir es planerisch umsetzen können, dass die Maximilianstraße für Pkw und Personen und Radfahrer bauzeitlich genutzt werden kann, Lkw-Verkehr nicht. Das ist gemäß der Abstimmungen, wie es zu den Umwegekonzepten besprochen wurde. Das konnten wir umsetzen und der Bauunternehmer wird das natürlich entsprechend realisieren. Das schließt natürlich nicht aus, dass eine kurzzeitige Sperrung, das heißt nicht mehrere Tage, sondern eine kurzzeitige Sperrung, um das Schutzgerüst einzubauen, damit natürlich der Verkehr und die Fußgänger und die Radfahrer geschützt sind. Dort wird es zu kurzzeitigen Sperrungen kommen müssen. Aber der Grundsatz ist, dass die Maximilianstraße dementsprechend frei bleibt. Danke. Und wir bleiben in Hirscheid, Kerstin. Hier wird gefragt, wann der barrierefreie Zugang zu den Zügen gewährleistet wird. Der barrierefreie Zugang zu den Zügen muss immer gewährleistet sein. Auch jetzt ist der barrierefreie Zugang zu den Zügen in diesem Bauzustand, wie er jetzt derzeit in Hirscheid vor Ort aktuell ist, ist er barrierefrei gewährleistet. Und die Umsetzung im Zusammenhang mit der Viergleisigkeit enthält ja auch die komplette Barrierefreiheit. Auch in den entsprechenden Bauzuständen, wir wechseln ja dann von der derzeit, werden die Zustiege über den Hausbahnsteig, welchen wir ja auch verlängert haben für den Halt des Expresszuges, ist barrierefrei erreichbar. Und Gleiches gilt natürlich auch jetzt für den derzeit aktuellen provisorischen Bahnsteig am Gleis 2. Danke. Kurzer Einwurf von meiner Seite. Falls wir Fragen heute nicht ausführlich genug beantworten können, dann können Sie uns selbstverständlich im Nachgang per E-Mail schreiben, auch da wieder an dieselbe Adresse, über die Sie sich auch angemeldet haben zu dieser Veranstaltung. Wir werden Ihr Anliegen bearbeiten und kommen dann in der Sache auf Sie zurück. Wir bleiben in Hirscheid, Kerstin. Hier wird geschrieben, seit Schließung der Unterführung kann man immer wieder beobachten, dass Personen im Gleis sind, also im Bahnhofsbereich über die Gleise laufen, um zur anderen Seite zu kommen. Was wird dagegen unternommen? Zunächst ist festzustellen, das Thema ist bekannt. Wir sind auch dem Thema nachgegangen. Zunächst ist festgestellt, der Bauzustand, der derzeit aktuell verortet ist, ist richtlinienkonform inklusive aller Schutzeinrichtungen gemäß einer sonst auch zweigleisigen Strecke eingerichtet. Wir haben in dem Zusammenhang noch einmal, um der Sache auch entsprechend gerecht zu werden, haben wir eine Vorortbegehung in der letzten Woche durchgeführt unter Teilnahme der Realschule und des Markt Hirscheids,
sowie unseres Bauunternehmers Leo Weiß und unserer Bauüberwachung und wir selbst sind die Bereiche nochmal abgegangen und haben zuzüglich zu der richtlinienkonformen und vollständig eigentlich sicherheitsrelevanten Einrichtungen haben wir beschlossen. Wir erstellen oder bringen nochmal zusätzliche Beschilderungen an, dass die Bahnanlagen natürlich nicht zu betreten sind. Das gilt an jeder Stelle und überall. Weiterhin haben wir über unsere Pressestelle, über dich, Stella, haben wir ja an die Realschule und auch an den Markt Hirschheid nochmal explizit eine gewünschte Information weitergegeben, die dann in die Öffentlichkeit, in die Medien der Realschule und auch in die Medien vom Markt Hirschheid platziert werden können. Genau. Ja, danke schön. Ich möchte vielleicht die Gunst der Stunde hier nochmal nutzen, des großen Forums auch hier zu sensibilisieren. Also uns ist natürlich nahegelegen, so weit zu beschildern und auch noch die Hinweise zu verdichten. Nichtsdestotrotz handelt es sich wirklich um eine Betriebsanlage. Und deswegen die Nutzung jetzt hier dieses Forums, sensibilisieren Sie bitte auch Ihre Kinder oder Heranwachsenden, der Zustand draußen, wie die Frau Koch auch schon gesagt hat, die Kerstin, ist soweit abgenommen. Alle sicherheitsrelevanten Aspekte wurden betrachtet. Wir haben nochmal verdichtet. Nichtsdestotrotz können wir natürlich nicht gewährleisten und draußen Personen abstellen, die jetzt dieses verhindern. Also es ist eine ordinäre Betriebsanlage der DB Netz AG. Und nutzen Sie bitte hier auch nochmal die Möglichkeit, vermehrt vor allem Ihre schulpflichtigen Kinder zu sensibilisieren. Danke und Entschuldigung für den Einwurf. Vielen Dank für die Ergänzungen. Wir bleiben bei den Brückenbauwerken über die Strecke, die ja so die prägnantesten und markantesten Bauwerke entlang der Strecke sind und sie entsprechend verständlicherweise auch sehr beschäftigen. Da geht es natürlich vor allem darum, wie komme ich von A nach B? Und hier sammeln sich jetzt einige Fragen, die in die Richtung gehen, wann werden die einzelnen Brücken umgebaut? Wie sind hier ungefähr die Zeitpläne? Wie lange dauern die Maßnahmen? Und wann werden die Sperrungen dann auch dementsprechend wieder aufgehoben? Könnt ihr da vielleicht einen groben Zeitplan nochmal skizzieren? Ich würde mich gerne zu Wort melden. Wir sprechen hier natürlich um ein über viele Jahre abgestimmtes Umleitungskonzept. Hier vor allem dann natürlich auch mit den Marktgemeinden und würde bei der Frage vielleicht sogar auf unsere Internetpräsenz dann verweisen. Hier können wir natürlich dieses Umleitungskonzept auch nochmal publizieren und auf unseren Infopoint in Hirschheid. Weil ich denke, das würde sehr stark ausufern, wenn wir jetzt dementsprechend jegliche Umleitung durchexerzieren bis zur Inbetriebnahme der Strecke, ja forciert in 2025. Und vielleicht können wir das auch noch in den Foliensatz mit einarbeiten, abgestimmte Umleitungskonzept, dass man dementsprechend sich auch einrichten kann. Das ist keine konkrete Antwort, aber ich denke, es würde zu weit gehen in der Erklärung. Oder Kerstin, willst du vielleicht die nächsten Schritte erklären? Jetzt eine kurze Vorschau der nächsten 3 bis 6 Monate. Ansonsten würde ich gerne auf die Unterlage weiterhin verweisen. Ich kann gerne noch kurze Umrisse geben, insbesondere was die markanten Punkte, ja die Brückenbauwerke, die maßgeblicher sind, dass auch der Streckenbau ungestört erfolgen kann. Punkt 1 ist von außen, es ist sichtbar, dass wir begonnen haben mit der Straßenüberführung 2260, insbesondere mit diesem Einbringen der Verbauarbeiten. Dort wird natürlich dann weitergemacht an der Stelle. Ein Beginn der Arbeiten an der Eisenbahnüberführung Jurastraße ist derzeit geplant für das Frühjahr des nächsten Jahres.
weiterhin ist sichtbar außen, dass die Straßenüberführung 2244 noch nicht gefallen ist. Die Straßenüberführung 2244 ist noch aktuell in Betrieb, sodass wir an der Stelle den Ablauf durchaus noch am Nachschärfen sind und vorausschauend wahrscheinlich im nächsten Frühjahr dort mit den Arbeiten beginnen. Wir sind dort natürlich abhängig von den vereinbarten Sperrpausen, die ja mehrere Jahre im Vorlauf anzumelden sind. Ja, wie gesagt, wir sind dort dran, das jetzt in diese Zeitschiene reinzubringen. Die Straßenüberführung 2244 steht natürlich in direktem Zusammenhang, so auch das Umleitungskonzept zur Straßenüberführung Griesweg. Diese Abhängigkeiten werden wir natürlich wahren, dass die Wegeführung in Hirscheid so wie im ursprünglichen Umleitungskonzept beschlossen und vereinbart aufrechterhalten wird. Also das heißt, dass wir die Widerlagerabfangung für den Griesweg in das nächste Frühjahr zunächst jetzt gedanklich geschoben haben. Zu der Zeit kann natürlich der Griesweg weiterhin befahrbar werden und gleichlautend kann dann natürlich auch die 2244 könnte dann abgebrochen werden. Das ist jetzt derzeit so im, ich sag mal, in der Schlussphase der Überplanung, um das jetzt an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Aber um vielleicht hier die Sorge, die für mich jetzt hier mitschwingt, dass die Wegeführungen, die jetzt insbesondere auch Hirscheid anbetreffen, dass die, ich sag mal, durcheinander kommen oder nicht mehr in der Form gegeben sind. Also das wird weiterhin verfolgt. Und wie gesagt, das sind so die geplanten Zeiträume für diese Brücken. Parallel läuft natürlich, wird der Streckenbau natürlich mit begonnen, abseits, also von der Bahn weg, also von der äußeren Seite nach innen bauend. Genau, das ist alles dann in 2022 beginnend. Genau, um hier vielleicht die Kernbotschaft noch abschließend zu platzieren: für ja, jede Sperrung, die aufkommt, haben wir eine Alternative, die abgestimmt ist. Und an der halten wir natürlich fest als Vorhabenträgerin, die ist soweit stabil und abgestimmt. Wie sich es im zeitlichen Kontext dann auflöst in den nächsten Jahresscheiben, werden wir natürlich im Zweifelsfall noch nachsteuern. Nichtsdestotrotz, die abgestimmten Abhängigkeiten bleiben aufrecht. Danke. Dankeschön. Eine Frage habe ich hier noch drin zu Hirscheid, zum Griesweg. Hier steht, was passiert mit der Brücke Hirscheid-Ina-Straße-Griesweg? Darf ich dazu was sagen? Ich denke, das ist die Industriestraße, ne? Die Straßenüberführung Griesweg an der Industriestraße. Gehe ich jetzt davon aus. Eine andere Querung mit Griesweg-Bezeichnung ist im Projekt nicht existent. Der Griesweg, die Straßenüberführung Griesweg bleibt im Grunde erhalten. Sie wird angepasst auf der bahnrechten Seite durch die Widerlagerabfangungen. Das heißt, derzeit ist dort ein Widerlager, was auf der Böschung aufliegt. Also es ist geböscht drunter. Wir brauchen diesen Platz für die neuen Gleise. Dementsprechend muss das statisch entsprechend berechnet und abgefangen werden und realisiert werden. Das passiert am Griesweg auf der bahnrechten Seite. Weiterhin muss der Berührschutz richtlinienkonform ausgeführt werden und auch für vier Gleise ausgeführt werden. Dazu ist eine Anpassung in den Kappen erforderlich, beziehungsweise ein Abriss und wieder Neuerrichtung der Kappen, um den Berührschutz entsprechend zu befestigen.
Das sind die Maßnahmen und die Realisierungsthemen, die an der Straßenüberführung Griesweg anhängig sind. Und deshalb auch das Widerlagerabfangen ist in der Taktung Anfang nächsten Jahres. Und auch hier ist die Befahrbarkeit dann weitergegeben für den Zeitraum. Danke, Kerstin. Bevor wir uns dem nächsten Thema widmen, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, können wir hier jetzt nicht alle Fragen vollumfänglich beantworten, aber wie gesagt, im Nachgang jederzeit gerne per E-Mail. Eine Frage habe ich noch hier zum Radweg zwischen Strohlendorf und Hirschheid, ob es dort einen Ersatzweg geben wird und was mit dem passieren wird. Soll ich antworten? Ich würde gerne antworten. Die Wegebeziehungen werden mit Fertigstellung der Viergleisigkeit selbstverständlich wiederhergestellt. Es wird nichts verschlechtert. Bauzeitlich wird es sicherlich für den Radfahrer entsprechende Umwege, Umleitungen geben. Das ist auch im Rahmen des Erörterungstermines schon einmal erläutert worden. Die Einwohner von Strohlendorf wissen ja, dass da ein ziemlich paralleler Radweg in Richtung Kanal, Main-Donau-Kanal existent ist. Und ja, bauzeitliche Beeinträchtigungen ja, aber die Wegebeziehung wird selbstverständlich wieder hergestellt. Danke. Noch eine Frage zur ST 2260. Hier wird gefragt, auch noch nach einem Zeithorizont. Wann und wie geht es da weiter? Gerne, Kerstin oder Nils. Die 2260, auch da sind wir aufgrund der nicht ganz in der ursprünglichen Taktung stattfinden konnten. Also 1, 2, 3, Entschuldigung. Also die ursprünglichen Maßnahmen konnten in der Totalsperrung nicht in dem Maße umgesetzt werden, wie sie angedacht waren. Das hat die unterschiedlichsten Ursachen, die ich jetzt hier nicht in aller Form erläutern möchte. Trotz allem wird es in der Form dort Zeitverschiebungen und Anpassungen geben, die sich sicherlich auch im Umwegekonzept widerspiegeln werden. Der zeitliche Horizont, also der Bau hat ja mit der Verbaurahmung begonnen und eine Verkehrsfreigabe nach neuerlichen Planungsanpassungen ist für Mitte 2023 angetaktet. Auch das ist aber derzeit in der aus den nicht zur Realisierung kommenden Maßnahmen der Totalsperrung eine Umplanungsmaßnahme, die nicht einfach geschoben werden kann, sondern die unter Berücksichtigung aller erforderlichen Verzahnungen, das geht vom Bahnbetrieb los und geht über den Straßenverkehr, die Wegebeziehungen, das muss alles, ich sag mal, ins Reine gebracht werden. Und ja, das ist der Zeithorizont, der derzeit Stand heute aus den erforderlichen Umplanungen entstanden ist. Danke dir, Kerstin. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, ich würde dann nämlich gerne noch zum Thema Grundstücke und Beweissicherung kommen. In Anbetracht der Zeit, wie gesagt, muss alles abgedeckt werden, so gut es eben geht. Kurzer Einschub zurück zum Schallschutz an dich, Alexander. Bitte schau doch noch mal in deine Unterlagen. Das ist vorhin untergegangen. Wir haben die Maßnahmen für Strohlendorf, meine ich mich zu erinnern, genau erläutert. Also die Höhe und auch die Ausführung, die da geplant ist. Aber Altendorf und Hirschheid fehlen noch. Einfach kurz die Zahlen, dann kommen wir zu Fragen, zu Grundstücksfragen und Beweisen. Ja, sehr gerne. Also bei Altendorf habe ich die Zahlen ja bereits genannt. In Hirschheid sind es durchaus unterschiedliche Wandhöhen, je nach
ja, Topografie bzw. Entfernung der Wohnbebauung. Wir haben hier Staffelungen zwischen 3 Meter überschieden, Oberkante 4, 4,5. Wir haben auch eine 6 Meter hohe Lärmschutzwand, und zwar wird die eben auf einem bestehenden Wall errichtet. Wir haben aber auch einen hohen Anteil an Teiltransparenz, sodass sich im Mittel, kann man durchaus sagen, die Wandhöhen zwischen 3, 4 und 5 Meter bewegen werden. Das ist zu Hirscheid und zu Bullendorf. Haben wir vom Höhenniveau etwas niedrige Lärmschutzwände. Wir fangen hier durchaus schon bei 2 bis 3 Metern überschieden Oberkante an. Dann auch eine relativ lange Wand, ja dann mit 4 Meter gestaffelt. Im Bereich der SÜ-Gewerbeanbindung Südanschluss eben auch der LSW an die Pfeiler dann mit 4 Meter und danach fortführend auch in der Mitte der neuen Strecke dann mit 4 Meter durchgängig überschieden Oberkante. Super, vielen Dank. So wie angekündigt, würde ich jetzt gerne zum nächsten Themenblock wechseln. Grundstücke, Beweissicherung. Hier wird von Thomas gefragt, wann werden die Grundstücksübernahmen abgeschlossen? Da möchte ich vielleicht gerne ins Gespräch finden. Derzeit läuft ja natürlich auch über unser hausinternes Flächenmanagement, der DW Netz AG und dem Dienstleister, der zuzüglich noch mit eingekauft ist, in erster Linie die Schaffung der Bauerlaubnisverträge und gleichlautend natürlich fast in Parallelität übergreifend über alle Eigentümer die Einreichung der Kaufverträge, um sie dementsprechend im besten Fall gegenzuzeichnen, beziehungsweise dann auch in die Verhandlungen einzutreten. Aber es läuft sehr ad hoc und gerade auch parallel. Und ich hoffe, dass wir ja auch den Abschluss bis Jahresende mit dem Gro finden und dann nur noch vereinzelte Eigentümer auffinden, mit denen wir dann noch in die Verhandlungen treten können, dürfen und vielleicht auch müssen. Dankeschön. Ja, direkte Frage auch dazu, wann der zuständige Sachverständige kommt, falls das noch nicht der Fall war. Und eine Frage gleich noch dazu, an wen kann ich mich wenden, wenn ich höchstwahrscheinlich betroffen bin, weil ich nahe der Bahnanlagen wohne und Schäden durch Erschütterungen befürchte? Das würde ich gerne wieder aufgreifen. Ich denke, die Kommunikationswege hattest du, Stella, schon angekündigt, wenn es jetzt natürlich allgemeine Fragen von Anreitern, Bürgern beziehungsweise da den Personen gibt. Da ist die E-Mail-Adresse soweit bekannt oder wird auch noch bekannt gegeben, an die zentral geschrieben werden kann, die gelesen wird und dementsprechend dann auch nachverfolgt. Abhängigkeit von Beweissicherung. Wir haben draußen Bautätigkeiten, die natürlich Erschütterungen soweit erzeugen und in der Flucht wird auch die Beweissicherung stattfinden. Überall, wo keine oder beziehungsweise erschütterungsarme Tätigkeiten erstmal vorrangig draußen laufen, wird, mit dem heutigen Tag auch keine Beweissicherung aufgenommen werden. Es ist immer abhängig vom parallel liegenden Baufeld beziehungsweise auch der Maßnahmen, wie sie anfallen. Also da bitte auch kein Unmut oder Angst, dass die Beweissicherung nicht aufgenommen wird. Ich möchte vielleicht pauschalieren. Wir haben im Planfeststellungsbeschluss einen ungefähren Korridor, der die 50 Meter abgreift, bahnparallel und dann natürlich in der Abschwächung dann auch noch, ob wir vielleicht an der Stelle gerade eine Lärmschutzwand errichten, um dieses Beispiel aufzugreifen, was mit Tiefgründung verbunden ist und auch RAM-Arbeiten. Da kann natürlich dieser, Turnus noch vergrößert werden, beziehungsweise dieser Einflussbereich. Im Zweifelsfall einfach bitte die Kommunikation über dich, Stella, da aufnehmen, diese allgemeine E-Mail-Adresse. Und wir werden uns dann natürlich um Ihre Sorgen und Nöte postwendend kümmern. Danke. Ja, also ich sehe hier schon, dass zu dem Thema wirklich, dass es einige Fragen gibt. Viele sind sehr spezifisch.
Ich denke, da ist es dann wirklich besser, wenn Sie nochmal direkt auf uns, auf das Projekt zukommen und wir das bilateral klären. Sie kennen die E-Mail-Adresse, sie wird nachher nochmal eingeblendet. Am anderen Ende sitze ich und ich verspreche Ihnen, ich sorge dafür, dass es weitergetragen wird und Sie da Antwort bekommen. Also Einzelfragen wie, wann genau wird mir was zugeschickt, gerne an uns direkt. Jetzt heute, es ist schon 20 vor 8, wir wollen gucken, dass wir noch ein paar Themen, ein paar Fragen behandeln, die einen großen Informationsgehalt für möglichst viele Teilnehmende heute haben. Deswegen gucke ich jetzt mal weiter, was ich hier noch so reingespült bekommen habe. Was ganz anderes, zum Beispiel ist hier die Frage, ob es schon eine Prognose gibt, um wie viel Prozent sich die Anzahl der durchfahrenden Züge auf dem Abschnitt erhöhen wird. Ja, diese Frage würde ich übernehmen. Die zielt ja wieder darauf ab, auf die Zugzahlen an sich mit Ist-Zustand und Prognosezustand. Das Ganze ist natürlich ja, ein Blick in die Glaskugel. Deshalb für eine Planung muss natürlich eine Planungsgrundlage dienen. Das Ganze ist auch mit dem Bundesverkehrsministerium abgestimmt. Aber die Entwicklung zeigt natürlich auch, dass konjunkturelle Einbrüche diese Zugzahlen dann auch nachhinein verändern können. Uns lagen damals folgende Prognosezugzahlen auch für hier Fernverkehr und Nahverkehr zugrunde, sodass wir jetzt hier in der Prognose 2030 davon ausgehen, jeweils auch wieder bitte gerundet, dass wir rund 60 Fernverkehrszüge pro Tag zukünftig haben werden und 150 Nahverkehrszüge, also einen deutlichen Ausbau zum Vergleich. Aktuell fahren rund 45 Fernverkehrszüge pro Tag, also 45 zu rund ja, 60 und rund 100 Nahverkehrszüge zu 150 ist eine deutliche Erhöhung und damit auch Komfortsteigerung dort für die Region. Herzlichen Dank. Wir bewegen uns in schnellen Schritten auf die 8 Uhr zu. Bleiben wir deswegen bei allgemeinen Fragen. Gerade haben wir die Zugzahlenprognose gehört, beziehungsweise dass es nicht so leicht ist. Ich würde gerne noch zum Thema Umweltschutz kommen. Auch hier haben wir ein paar Fragen bekommen. Und zwar wird gefragt, weil zu unserer Umwelt selbstverständlich auch Spaziergänger, Kinder und Hunde gehören, welche Zäune errichtet werden, wie werden die Schienenanlagen geschützt, wie wird dafür gesorgt, dass die Schienen nicht betreten werden? Nebenbei nehme ich gerne auf. Ich gehe davon aus, dass hier natürlich der Endzustand erfragt ist, also so dementsprechend die Viergleisigkeit dann, wie sie sich im Betrieb befinden wird in 2025. Die DB Netz AG, also der Betreiber, wir haben erstmal keine Einzäunungspflicht für unsere Infrastruktur. Also hier zählt auch der Grundsatz, dass Eisenbahnanlagen nicht zu betreten sind. In Bereichen von Brücken werden wir natürlich Absturzsicherung oder Ähnliches nach den Regeln der Technik soweit zum Einsatz bringen und auch verbauen. Ansonsten, also jetzt eine Parallelführung eines Zauns, vor allem in den Bereichen jetzt Altendorf, Hirschheid und Strohlendorf, ist mir soweit nicht bekannt, ist aber auch nicht notwendig. Danke. Nils, Kerstin, könnt ihr vielleicht noch was zu den geplanten Ausgleichsmaßnahmen sagen? Hier wird gefragt, was wird gegen die Zerstörung von Grünflächen und Wäldern getan? Dann nehme ich wieder den Ball auf. Wir werden natürlich einen 1:1-Ersatz finden. Es gibt eine sogenannte Kompensation und die soweit auch hochgerechnet wird. Wir finden mannigfaltige Ersatzmaßnahmen, sei es Aufforstung oder ja, ich sage jetzt mal landschaftspflegerische Begleitarbeiten im allgemeinen Sinne, die Begrünung der Böschung.
Eins aber hier zum Abschluss, auch dieser Zustand wird verbessert durch unsere Anlagen. Also mit jedem Quadratmeter, den wir Leiter oder der Leiter der Infrastruktur hier fallen muss an Bäumen oder ähnlichen, werden wir im 1:1-Ersatz beziehungsweise höherwertig an anderer Stelle trassennah oder trassenferne wieder errichten und so den Ausgleich finden. Und ist soweit auch in der Detaillierung, im Planfeststellungsbeschluss soweit zu sehen, da können sich auch die Einzelmaßnahmen betrachtet werden, ob Aufforstung oder Grünwiesen, alles mit dabei. Ich würde gerne an der Stelle noch etwas ergänzen und ich möchte sehr gerne noch auf den schon vor mehreren Jahren erworbenen Steinbruch Ludwig verweisen, wo wir ja schon im Vorfeld dort unserer Verpflichtung nachgekommen sind, obwohl wir noch gar nichts gebaut haben. Wir haben den Steinbruch erworben und dort in dem Zusammenhang werden natürlich entsprechende Ausgleichsmaßnahmen dort vor Ort auch als trassenferne Maßnahme vorgenommen, sodass da ja nicht alles unmittelbar in unmittelbarer Nähe erfolgen kann. Das als Ergänzung noch. Danke, Kerstin. Eine Frage nochmal zurück zum Ausbau. Und zwar wird hier gefragt, ob es dann zukünftig 2 S-Bahnen pro Stunde geben wird? Ja, zum zukünftigen Verkehrsangebot können wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch keine Aussage treffen. Das ganze Projekt ist hier eine Maßnahme des Bundes. Das heißt, vorrangig ist hier der Ausbau der Fernverkehrsstrecke. Natürlich mit, ich sage es mal, weiterem Potenzial für Güter- oder Nahverkehr. Aber vorrangig ist hier der Gedanke, eine möglichst schnelle Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen München und Berlin zu schaffen. Wir bleiben bei der Hochgeschwindigkeit bzw. beim Thema Geschwindigkeit. Wie hoch wird die maximal gefahrene Geschwindigkeit auf den 4 Gleisen sein? Genau, wir haben zukünftig 4 Gleise. Die äußeren beiden Gleise werden jeweils mit der Geschwindigkeit 230 maximal befahren. Die innenliegenden Gleise bis zu 160 Güterzüge entsprechend langsamer auf den Mittelgleisen. Die Leistung des Schienenverkehrs wird hier geschrieben, soll bis 2030 verdoppelt werden. Reichen 4 Gleise dann überhaupt noch aus? Oder müssen sich die Altendorfer, Hirscheider und Strohlendorfer schon auf 6 Gleise einstellen, Alex? Ja, die Viergleisigkeit ist ja vor vielen Jahrzehnten angestoßen worden, geplant worden und jetzt kommt es ja endlich zur Umsetzung, auch in diesem Abschnitt. Im Auftrag des Bundes denken wir aber, dass auch für die Zukunft natürlich genau diese Viergleisigkeit fit ist für die Zukunft und hier nicht gleich wieder in die Ehrenrunde gegangen werden muss. Wir bleiben in den 3 Orten, die unsere Bahnbaumaßnahmen ja ganz besonders betreffen. Und zwar kommt hier eine Wortmeldung aus Altendorf, beziehungsweise mehrere sind da schon eingetroffen. Hier wird gefragt, wann der Bahnhof oder ob der Bahnhof Bodenheim in Altendorf umbenannt wird. Schließlich ist man hier auch direkt betroffen. Könnt ihr dazu was sagen? So eine Umbenennung der Betriebsstellen ist mir soweit nicht bekannt. Ich gucke in der Sache aber auch schmunzelt zur Kerstin. Ich denke nicht, dass die Betriebsstellen umbenannt werden. Also ja, sollte die Sorge obsolet werden. Nein, es bleibt bei Bodenheim, Haltepunkt Bodenheim in Altendorf. Also keine Umbenennung, das ist so. Alles klar. Eine Frage, die ich gerne übernehmen würde, und zwar fragt hier ein User, gibt es 3D-Modelle aller Haltestellen, sodass wir uns eine genaue Vorstellung machen können von den einzelnen Haltestellen und wie die später aussehen? Wir haben zurzeit unsere Visualisierungen in der Überarbeitung und sobald uns diese vorliegen, werden wir die selbstverständlich dann auch Ihnen zur Verfügung stellen.
damit Sie sich das besser vorstellen können. Und vorhin kam auch die Frage nach den Schallschutzwänden und Schallschutzmaßnahmen. Dafür gilt das Gleiche. Eine weitere Frage habe ich hier noch auf dem Tisch liegen, und zwar ist sehr sicher sehr informativ für alle, die heute dabei sind, und zwar: Wie viele weitere große Sperrpausen sind noch geplant? Die nächsten größeren Sperrpausen dienen natürlich der Inbetriebnahme der folgenden Bauzustände. Die nächste große Sperrung, hier bekannt in 04/2022, also dem April nächsten Jahres. Und die darauf folgende größere Totalsperrung mit dem, ja, mit dem nächsten Inbetriebnahmeschritt ist dann in 03/23. Das sind die größeren Sperrpausen. Und ich habe gleichlautend gelesen, ob das Abo gekündigt werden muss. Natürlich nicht. Wir wollen unsere Kunden nicht verlieren. Es gibt auch absolut keinen Grund dafür. In genau diesen Zeiten fahren wir natürlich Schienenersatzverkehr. Und dementsprechend kann das Abo auch weiter genutzt werden. Danke, Nils. Ich möchte gerne mit einer Frage zum Naturschutz schließen. Und zwar wird hier gefragt, ob Schutzmaßnahmen bezüglich des Grundwassers getroffen wurden. Vielleicht könnt ihr darauf noch mal in ein, zwei kurzen Sätzen eingehen. Es ist 7:50. Danach würde ich dann das abschließende Wort noch mal an Alexander Pavlik geben. Kerstin, wenn du, ich gucke auch gerade digital zu dir, das waren ja die letzten Züge in der Planfeststellung. Kerstin, übernimm gerne. Okay, dann zum Thema Wasser, Schutz des Gutes Wasser. Ich würde gerne ein bisschen weiter auch da ausholen. Zum einen haben wir hier die Besonderheit, insbesondere im Bereich Strohlendorf und Hirscheid, dass wir dort diese Grundwasserfassungen haben, zur Sicherstellung insbesondere auch der Trinkwasserversorgung Bamberg und auch Hirscheid. Es gibt die obere Fassung, dann die Hirscheider Büsche 1 und 2. Und es ist dort in der Tat so, dass wir dort in unserem Bauablauf konkrete Vorgaben haben, wie wir in den einzelnen Fassungen bzw. in den einzelnen Bauabschnitten tätig werden dürfen. Wie vielleicht auch schon im Vorfeld festgestellt werden konnte oder draußen vor Ort sichtbar wurde, sind ja Messstellen errichtet worden, Grundwassermessstellen, insbesondere in diesen Schutzgebietsbereichen. Und dort wird ein laufendes Monitoring, findet ein laufendes Monitoring statt, sodass dort ständig unter Kontrolle ist, ob durch irgendwelche, ob irgendwelche Verunreinigungen dort ins Trinkwasser gelangen. Wir haben dort Vorlauffristen, also das Monitoring muss entsprechend lang im Vorlauf sein, sofern wir linienhafte Bautätigkeiten in den Grundwasserfassungen stattfinden lassen. Weiterhin gilt, dass immer nur in einer Fassung gearbeitet werden darf, im Sinne von wir bauen den Bahnkörper, wir bauen die Entwässerung, wir bauen die Kabelkanäle, und erst wenn das abgeschlossen ist, dann findet ein vierwöchiges Monitoring statt, um sicherzustellen, dass keine Keime, keine Verunreinigungen eben in die Wasserfassungen gelangen. Punktbaustellen wie sogenannte Kunstbauwerke bzw. Brücken, wie auch die Straßenüberführung eben B555 sich im Schutzgebiet befindet oder die 2244, sind davon ausgenommen, weil halt das nicht ganz in der Fläche dort die Bautätigkeiten stattfinden. Also es wird dort umfassend Sorge getragen, und das wird uns auch die ganze Bauzeit mit begleiten. Es finden auch, um dort auch unsere die Offenheit der Daten zu repräsentieren, finden regelmäßige Schurfixe vor Ort und auch online statt, mit den Stadtwerken insbesondere und dem Wasserwirtschaftsamt Kronach, sodass wir dort
ich sag mal, stundengenau der Beleg da ist, wie die Wasserbeschaffenheit sich entwickelt oder dass wir im positiven Bereich sind. Sobald negative Werte auftreten würden, was wir nicht hoffen, ist man natürlich ad hoc fähig, dort Einhalt zu bieten. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen, wir bei der Bahn sind stets um Pünktlichkeit bemüht. Wir würden auch heute gerne pünktlich zum Ende kommen und Sie dann in den Feierabend entlassen. Es ist jetzt 7:45 Uhr. Ich gebe das Wort jetzt nochmal an den Gesamtprojektleiter Alexander Pavlik und verliere dann noch 2, 3 abschließende Worte zu den Kontaktmöglichkeiten. Dann ist es auch schon vorbei. Alex, bitte. Ja, vielen Dank. Und auch hier an die Teilnehmenden und die Bürgerschaft. Aus meiner Sicht, ich möchte gerne ja, die letzten 110, 14 Minuten, ja, sind es genau aktuell, zusammenfassen. Also fast 2 Stunden. Sehr, sehr spannend, sehr gute Fragen von meiner Seite. Aber nochmal als Abbinder eben auch möchte ich den Nutzen gerade dieser Ausbaustrecke der VD8 nochmal zusammenfassen. Hier nochmal kurz zusammengestellt, die bestehenden 2 Gleise werden auf 4 Gleise erweitert und damit fit für die Zukunft gemacht und mit modernster Technik ausgerüstet. Alle Brückenbauwerke und auch die Unterführung werden angepasst und bieten so mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer und aus persönlichen Gründen auch alle Haltestellen entlang der Ausbaustrecke werden komplett barrierefrei ausgebaut. Und damit lässt sich zusammenfassend, dass die Bahn hier und auch der Bund nachhaltig investiert und damit die Strecke und auch die Örtlichkeit ihrer Region zuverlässiger, moderner und grüner machen möchte. Das Ganze geht nicht ohne sie, sondern nur mit sie. Und genau das wollen wir hiermit auch nochmal bekunden und erneuern. Wir wollen Vergangenheit hinter uns lassen, in die Zukunft blicken, gemeinsam mit Ihnen in den offenen Austausch und Kommunikation gehen und so auch gleichzeitig eine starke Schiene für Franken schaffen. Danke. Vielen Dank. Danke, Alexander, Herr Pavlik, Herr Pahl und Frau Koch an dieser Stelle. Ja, auch von mir bleibt mir jetzt erstmal nur Ihnen recht herzlich für die Teilnahme zu danken, für die vielen, vielen Fragen, die uns erreicht haben und auch die wirklich wichtigen Hinweise. Wir haben rund 100 Fragen beantwortet und ungefähr 50 und ein paar zerquetschte sind noch offen. Kommen Sie auf uns zu. Ich habe hier nochmal die Folie eingeblendet mit Ihren Fragen ganz konkret. Gerne per E-Mail an die hier angegebene Adresse. Besuchen Sie uns in unserem Infopunkt in Hirscheid. Erkundigen Sie sich da nochmal. Lassen Sie sich ein bisschen was vom Projekt erzählen. Wir stehen Ihnen dort, wie gesagt, Rede und Antwort und in Kürze dann auch auf unserer Projektwebseite www.bahnausbau-nürnberg-bamberg.de. Wie vorhin schon angekündigt, werden wir die Präsentationsunterlagen von heute Abend dort ebenfalls veröffentlichen und auch gerne nochmal auf die Fragen in einem Fragenkatalog von Ihnen eingehen. Wir wollen gerne den Dialog mit Ihnen fortsetzen. Das heute war ein Auftaktgespräch, es war ein Informationsgespräch, weniger ein Diskussionsgespräch. Aber wie Sie wissen, die Baumaßnahmen dauern noch an und zwar bis Mitte des Jahrzehnts. Das heißt, wir werden noch das ein oder andere Mal uns auf diese Art und Weise oder in anderen Konstellationen und in einem anderen Rahmen treffen und austauschen können, gegebenenfalls dann auch wieder in Präsenz und vor Ort. Vielen Dank an Sie alle. Es hat Spaß gemacht. Wir freuen uns auf Nachrichten von Ihnen. Ich wünsche Ihnen einen recht schönen Abend und bis zum nächsten Mal.